Ja, was kann ich wissen? Das hat bekanntlich schon Kant gefragt und ich meine, das ist schon weit über 200 Jahre her, aber es ist noch immer eine der interessantesten Fragen, was wir überhaupt wissen können. Das stimmt. Was kann ich wissen? Was kann ich wirklich wissen? Ich werde da jetzt auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Fest steht, dass die moderne Hirnforschung viele hochinteressante Antworten liefert, allerdings auch immer wieder an ihre Grenzen stößt. Was wir ganz klar wissen ist, dass Sie alle hier sind und dass wir uns sehr freuen, den Abend mit Ihnen zu verbringen, um diesem rund 1,5 Kilo schweren Ding da oben bei uns allen etwas näher zu kommen. Ganz genau. Und damit ganz herzlich willkommen zu SCIENCE ON, der Wissenschaftstalk-Reihe von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in Kooperation mit der Bundeskunsthalle. Und applaudieren Sie ruhig weiter, denn wir begrüßen natürlich genauso herzlich Ihre Moderatorin Cecile Schortmann. Sie wird mit 4 hochkarätigen Gästen hier jetzt diese Bühne bespielen. Und Kilian Reichert, bitte dürfen Sie nochmal applaudieren. Er wird sich gleich unter Sie mischen, unter das Publikum, als Reporter sozusagen. Denn wir wollen ja nicht nur hier vorne reden und drehen, sondern wir wollen auch wissen, was Sie dazu zu sagen haben. Genau, und da habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht. Dieses Wissen, 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 was kann ich wissen? Wissen ist Macht. Und ich glaube zu wissen, dass du weißt, was ich wissen könnte über Wissen, die Wissenschaft und Wissen im Westerwald. Definitiv wissen kann ich dieses Wissen aber nicht, denn Wissen ist begrenzt in der Wissenschaft, in Wissen im Westerwald und insbesondere in mir. Deswegen gehe ich jetzt dahin, wo zumindest der Wissensdurst am größten ist, nämlich ins Publikum, denn Sie alle wissen ja, wenn Sie etwas wissen wollen, dann müssen Sie mich nur benutzen. Und jetzt schau, alle nicken und sagen, wissen wir doch. Ja, ich bin beeindruckt, Kilian. Also, du wolltest noch was sagen zu Smartphone-Nutzung heute Abend? Genau. Wir brauchen sie, anders als wir ursprünglich dachten, nicht für eine Abstimmung. Sie dürfen sie aber natürlich gerne benutzen. Allerdings wäre es nett, wenn Sie sie leise stellen würden oder in den Flugmodus. Und wenn Sie doch zwischendurch ein bisschen daddeln müssten, dann könnten Sie sich in das kostenlose und nicht zugangsbeschränkte WLAN der Bundeskunsthalle einhacken. Und auch wenn die Hirnforschung schon relativ weit fortgeschrittene Sachen Gedanken lesen, hier heute Abend müssen Sie Ihre Gedanken bitte äußern. Also sagen Sie, Kilian, gleich, was Sie zu gewissen Experimenten, die wir mit Ihnen machen, zu sagen haben. Oder mischen Sie sich auch ein und fragen halt einfach die Experten hier auf dem Podium. Bis gleich, Kilian. Bis gleich. Ja, es ist an Komplexität kaum zu überbieten, das Gehirn, das mit rund 86 Milliarden Neuronen arbeitet, steuert, was wir denken, was wir fühlen, was wir so wahrnehmen. Und das ist natürlich für alle von uns ein Riesenfaszinosum, aber vor allem für die Forschung, die alles dran setzt, um dieses Gehirn immer mehr zu entschlüsseln. Zum Beispiel mit Hilfe von aus Stammzellen im Labor gezüchteten Minigehirnen oder mit bildgebenden Verfahren, die völlig neue Einblicke ermöglichen, mit Simulationen der Hirnprozesse am Computer zum Beispiel. Besonders spannend auch die Frage, die uns heute Abend hier beschäftigen wird, ist, wie man Hirnzellen, Gehirnzellen wieder regenerieren kann. Wir sind ja lange davon ausgegangen, dass wir nur eine bestimmte Anzahl zur Verfügung haben. Also wenn eine Gehirnzelle futsch ist, ist sie futsch. Bei einem Glas Wein zu viel zum Beispiel oder wenn wir älter werden, ist aber nicht so. Wir können Gehirnzellen regenerieren, neue bilden und das bietet natürlich ganz neue Perspektiven. Wir können uns jünger halten, auch darüber werden wir sprechen. All das diskutieren wir heute Abend hier mit Sarah Weigelt. Herzlich willkommen. Sie ist Entwicklungsneuropsychologin und seit neuestem Professorin für Rehabilitationswissenschaften an der TU Dortmund. Außerdem mit dabei Gerd Kempermann, Er ist Professor an der TU Dresden und zudem leitet er den Dresdner Standort des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. Der Hauptsitz, der ist hier in Bonn auf dem Venusberg. Kennen Sie vielleicht. Und zudem, das nur so am Rande, Happy Birthday, er hat heute Geburtstag. Ich begrüße Sascha Benjamin Fink. Er ist Juniorprofessor für Neurophilosophie an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Und auch hier John Dylan Haynes, Professor am Bernstein Center der Charité Berlin, und er ist Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging. Herzlich willkommen. So, als erstes möchte ich gerne ein relativ kurzes Statement von Ihnen allen dazu hören, welche Eigenschaft des Gehirns Sie am meisten beeindruckt, verweigelt. Mich beeindruckt am meisten die Plastizität, also die Veränderbarkeit des Gehirns aufgrund von Erfahrungen zum Beispiel oder vielleicht auch Störungen des Gehirns, also dass es sich daran anpassen kann und auch wieder regenerieren kann. Herr Kempermann? Ich möchte vorweg etwas sagen. Es ist toll, dass Sie hier sind und ein Statement geben, dass Forschung was Interessantes ist. Das finden ja nicht alle. Aber was ich faszinierend finde am Gehirn ist, dass es ein Organ ist, das so an der Schnittstelle ist. Oft sagen wir zwischen Körper und Geist, und es erlaubt uns, viele Grenzerfahrungen zu machen und sich da zu tummeln und manchmal diese Grenze in der einen oder anderen Richtung etwas zu bewegen oder an diesen sehr tiefen Fragen, die sich da immer wieder stellen, so ein bisschen mitzuarbeiten. Das finde ich unglaublich faszinierend. Ja, es ist wirklich toll, dass Sie alle hier sind, aber genau deshalb gibt es ja diese Veranstaltung, um allen zu zeigen, wie großartig Wissenschaft ist. Das werden wir heute Abend wieder beweisen. Herr Fink, was fasziniert Sie am meisten am Gehirn? Welche Eigenschaft? Ja, das sind gute Kandidaten. Was mich am meisten fasziniert ist, dass es sowas gibt wie Erleben. Also es gibt ganz viele Prozesse in meinem Körper, die wir überhaupt nicht mitbekommen. Aber Gehirnprozesse sind meistens oder in vielen Fällen auch Prozesse, die wir irgendwie erleben. Und wie all dieser Zusammenhang ist zwischen Erleben und Hirnprozessen, das ist das, was mich am meisten fasziniert. Mhm. Herr Haynes? Bin ich ein bisschen in Schwierigkeit, weil ich genau diesen Punkt auch nennen wollte, diese subjektiven Erlebnisqualitäten. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich vielleicht gerne nennen würde, das ist, dass das Gehirn in die Welt eingreift, dass es wirksam wird, dass es die Welt gestaltet und nicht einfach nur passiv wiedergibt, sondern dass wir aktiv werden mit Hilfe unseres Gehirns und dass quasi Menschen zum Guten und Schlechten in jede Ecke der Welt eingedrungen sind und die Welt verändert haben. Das ist auch etwas, was unser Gehirn letztlich ermöglicht hat. Mhm. Eins ist jedenfalls klar, das Gehirn sorgt immer wieder für große Überraschungen. Denken wir nur an sogenannte Inselbegabungen oder an enorme Gedächtnisleistungen. Da kann plötzlich jemand quasi über Nacht Französisch, Chinesisch lernen, sprechen oder ein Buch rezitieren, obwohl er es nur einmal gelesen hat. Oder denken wir an den Teenager in Amerika, der eigentlich Profisportler werden wollte, dann eine Gehirnerschütterung hatte und ja, plötzlich diverse Musikinstrumente nach Gehör spielen konnte, obwohl er vorher als vollkommen unmusikalisch galt. Das sind natürlich Ausnahmen. Die meisten von uns müssen doch ihr Gehirn ganz schön anstrengen, um zu lernen, auch wenn wir uns es manchmal etwas anders wünschen würden. Aber auch da ist es immer wieder erstaunlich, was unser Gehirn leisten kann. Da fallen einem zum Beispiel die Taxifahrer in London ein, die noch immer, auch in GPS-Zeiten, 25.000 Straßennamen, 10.000 Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt auswendig lernen müssen, dafür 3 bis 4 Jahre brauchen. Aber sie schaffen es und gelten dann als das Superhirn am Steuer. All das schaffen wir Menschen. Herr Kempermann, Sie erforschen das Gehirn. Wie können wir überhaupt etwas darüber wissen, was hier oben passiert? Ja, das ist natürlich eine große Frage, die wir alle hier auf dem Podium schon sehr unterschiedlich angehen. Historisch war das so, dass im 19. Jahrhundert man anfing zu verstehen, dass das Gehirn für all diese Funktionen, die wir als so wichtig und auch als sehr menschlich empfinden, wichtig waren. Und man hat angefangen, diesen Schwamm, der da oben in der Schädelkalotte sitzt, sich mal genauer anzugucken. Und ein Italiener, Camillo Golgi, der hat eine Färbung entwickelt, mit der man einzelne Zellen auf Gewebeschnitten herausstechen sah. Und anstatt jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, wurden einzelne Zellen plötzlich sichtbar. Und er und die anderen Kollegen, Santiago Ramón y Cajal und andere berühmte Namen, die haben angefangen, das Gehirn aufzuzeichnen und zu kartieren. Und das war die große Blüte der Neuroanatomie, an die sich dann die anderen Wissenschaften so langsam angehängt haben. Und das hat so gedauert bis in die 30er, 40er Jahre. Das Korbinian Brodmann, der hat dann die zum Teil noch heute benutzte Kartierung des Gehirns abgeschlossen. Und dann war da erstmal das ausgereizt. Und im Augenblick erleben wir etwas, was eine Explosion des Wissens ist, was man damals gezeichnet hat, die ganze Anatomie, die war zweidimensional, die war reduziert auf so die groben Verbindungen, die man so gesehen hat. Das war das Wichtigste, aber das war wirklich nur das Kratzen an der Oberfläche. Und wir haben Ihnen einen Film mitgebracht, den hat Moritz Helmstädter vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt gemacht. Das ist jetzt ein Teil des Gehirns, den Sie vielleicht gar nicht unmittelbar mit dem Gehirn assoziieren. Das ist die Netzhaut. Was man da sieht, ist aber prinzipiell, gilt das auch... Gucken wir uns mal an. Genau. Ja, gilt auch, wir fliegen hier durch eine aus elektronenmikroskopischen Einzelbildern rekonstruierte dreidimensionales Abbild der Netzhaut, also der Retina. Man fliegt hier entlang eines Tunnels von Blutgefäßen und plötzlich sieht man hier, das sind alles einzelne Zellen, das sind Nervenzellen mit ihren ganzen Fortsätzen da. Das läuft kreuz und quer und die Retina ist noch eine sehr geordnete Struktur im Gehirn und es ist zum Schwindeligwerden, nicht wahr? Und ganz nebenbei haben die auch noch eine neue Zelltype hier identifiziert bei dieser Analyse. Und es ist jetzt gerade, glaube ich, 2 Wochen her, dass Kollegen am Allen-Institut in Seattle, das ist Paul Allen, der Microsoft-Mitgründer, mit viel Geld unterstützt hat, die angefangen haben auf der Ebene von Gentranskriptionsprofilen, also wie die Gene in den Zellen unterschiedlich isoliert werden, unterschiedlich exprimiert werden, sich anzugucken, wie sich Zellen eigentlich unterscheiden. Und wiederum eine Explosion des Wissens. Hier haben wir die Dreidimensionalität, da haben wir die Vielfalt, die Zahl der Zelltypen nimmt plötzlich zu. Und bei der Bildgebung, die wir dann ja gleich auch noch hören, da kommt die zeitliche Komponente hinein. Und wir sind jetzt im Moment an einem Punkt, wo wir erleben, wie die Hirnforschung buchstäblich explodiert, wo sie auch an einem Punkt kommt, wo wir ohne Mathematik, ohne computationale Modellbildung und so etwas gar nicht mehr weiterkommen. Und das hat sich ja immer gerade nicht mal 150 Jahren von den ersten vorsichtigen und wunderschönen anatomischen Zeichnungen bis in heute in eine hochgradig abstrakte Welt verändert. Und was wir da wissen können, ja, das ist dann wirklich am Ende bleibt das die große Frage und das ist auch immer das Faszinierende und was ich ja mit dieser Grenzerfahrung auch meinte, wie können wir das pushen, was sehen wir da eigentlich und wie können wir überhaupt aus dieser wahnsinnigen und wunderbaren Fülle etwas herausfinden. Wir haben eben vorab darüber gesprochen, dass im Vergleich zu, sagen wir mal, noch vor 20 Jahren, vor 15 Jahren inzwischen sehr interdisziplinär gearbeitet wird bei der Hirnforschung, was mich als Geisteswissenschaftlerin auch besonders freut. Wir haben hier einen Neurophilosophen sitzen. Ich nehme an, auch das war vor 15, 20 Jahren, wurden wahrscheinlich Philosophen, die sich mit dem Gehirn beschäftigten, eher belächelt. Das ist heute nicht mehr so, aber erklären Sie uns doch mal erst, was genau ein Neurophilosoph überhaupt macht, Herr Fink. Oh. Und wieder, oder anders, wieder Geisteswissenschaft und Naturwissenschaften wirklich ineinander gereifen. Ja, also stellen Sie sich so vor, die Philosophie hat über Jahrhunderte Theorien darüber entwickelt, was der Mensch ist, was der Mensch kann, wie er sich verhalten sollte. Und jetzt haben wir die Neurowissenschaften, die ein neues Bild des Menschen und seinen Fähigkeiten entwerfen und auch seinen Limitationen. Und es lohnt sich dann als Philosoph, diese Theorien ernst zu nehmen, sich anzuschauen und zu gucken, welche dieser philosophischen Theorien eigentlich dazu passen, wie müssen die verändert werden, daran angepasst werden, aber auch gleichzeitig irgendwie sowas zu betreiben wie eine Wissenschaftstheorie der Neurowissenschaften. Neurowissenschaften treffen immer wieder an Probleme, teilweise begriffliche, teilweise methodische Fragen, wo die Techniken der Neurowissenschaften gerade nicht weiterhelfen. Dann braucht man irgendwie vielleicht mal eine neue Idee oder einfach einen anderen Begriff oder irgendwie eine Möglichkeit, es zu fassen. Und egal, ob das jetzt Philosophen sind, die das machen oder Neurowissenschaftler, das ist ein philosophisches Arbeitsgebiet. Und es lohnt sich dann vielleicht auch Fachkräfte dafür in den Neurowissenschaften zu haben. Und dort ungefähr ist die Neurophilosophie an diesen Schnittstellen. Um abzustecken, was wir wissen können, müssen wir auch mal kurz abstecken, was wir nicht wissen können. Eben vor, ja, wie gesagt, 15 Jahren ungefähr, da war die Hirnforschung, erlebte einen wahnsinnigen Hype, auch hier, nachdem in den USA schon Ende des 20. Jahrhunderts die Dekade des Gehirns ausgerufen wurde. Man tat so, als ob alles Neuro, Neuro, Neuro sein muss. Dieses Manifest der Hirnforschung war sehr vollmundig. Man meinte, dass man in ein paar Jahren eben auch Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer oder auch Depressionen oder sowas auf die Schlich oder sie heilen kann anhand von Hirnforschung, dann ist man wieder etwas zurückgerudert und ist heute, wir haben eben darüber gesprochen, es ist etwas ruhiger um die Gehirnforschung geworden, aber sie können auch in Ruhe arbeiten. Aber Haynes, bevor wir dann darauf kommen, was wir aktuell wissen, was die neuesten Erkenntnisse sind, sagen Sie doch mal, wo die größten Wissenslöcher sind, wo man einfach sagen muss, das Gehirn ist noch immer so komplex, dass wir da einfach noch nicht rankommen. Wir können das Gehirn auf der einen Seite von der mikroskopischen Ebene uns anschauen und von der makroskopischen Ebene, das heißt von der großen Vogelperspektive. Und was uns fehlt, ist dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Ebenen. Und das ist halt genau das, wo unsere Intelligenz, unsere geistigen Leistungen halt gewährleistet wird durch diese Zwischenebenen. Und das ist eigentlich der große blinde Fleck. Und es gibt eigentlich nichts als Technik im Moment gerade verfügbar, mit dem man diese Lücke schließen könnte. Und es ist auch seit 20 Jahren hat sich gar nicht so wahnsinnig viel getan. Das heißt also, wir haben im Moment gerade vor allen Dingen eine Wissenslücke, die durch einen methodischen Engpass kommt. Sprich, also ich würde mal sagen, für zukünftige Generationen die spannende Frage ist, wie können wir die Grenzen der Hirnforschung in mathematischer, aber auch in technischer Sicht so schieben, dass wir verstehen, wie diese Zwischenebenen zwischen einer einzelnen Zelle und der makroskopischen, den Hirnregionen, wie die funktionieren. Also da ist noch immer, da tappt man noch im Dunkeln. Man weiß einfach nichts darüber. Das ist terra incognita. Also wie es früher Kontinente gab, wo weiße Karten waren, so gibt es auch da weiße Karten im Gehirn. Nicht in dem Sinne, dass eine Region des Gehirns komplett unbekannt wäre, aber dass bestimmte Eigenschaften des Gehirns nicht verstanden werden. Und man sieht das ja auch daran, dass die Versuche, Gehirnaktivität des Menschen oder sogar bei Tieren zu simulieren, wenn man wirklich das ganze Gehirn simulieren möchte, man schnell an die Schwierigkeit kommt, na, was passiert denn da eigentlich genau? Und man weiß es einfach nicht, weil man kann entweder wenige Nervenzellen, sagen wir bis zu 1000 und 1 Million, das wären noch wenige Nervenzellen, gleichzeitig ableiten. Also wenn man optische Verfahren benutzt oder Two-Photon-Imaging oder sowas, bestimmte Bildgebungsverfahren auf der zellulären Ebene. Oder man kann halt die Vogelperspektive einnehmen, aber man kommt nicht an dieses Verhalten, was machen jetzt gerade in diesem Gehirn alle 86 Milliarden Nervenzellen genau. Das weiß man halt leider nicht. Okay, jetzt zu dem also, was wir wissen, was wir wissen können. Wir werden das jetzt in 3 Themenkomplexe gliedern heute Abend. Wir kümmern uns erst, weil das ist ja, wie Sie alle wissen, ein Riesenfass, deshalb haben wir uns 3 Themengebiete rausgesucht. Wir kümmern uns erst um die Entwicklung des Gehirns, dann um das Denken und das Lernen, da spielt auch das Ich-Bewusstsein eine Rolle und dann kümmern wir uns um eventuelle Störungen im Hirn nach Krankheiten oder auch durch Alterungsprozesse, nach Unfällen und eben wie die Regeneration möglich ist. Frau Weigelt, Sie beschäftigen sich speziell mit Kindern und mit Jugendlichen, untersuchen dort die Arbeit des Hirns. Was ist das Spezielle oder wie entwickelt sich das Gehirn in diesem jungen Alter, wo wirklich alles noch im Werden ist? Also man kann eigentlich sagen, dass es so 2 große Prozesse gibt in der Gehirnentwicklung, nämlich einerseits sozusagen das Ansammeln, also das Generieren von Nervenzellen. Erstmal überhaupt müsste das ganze Netzwerk aufgebaut werden. Das beschäftigen wir uns einen großen Teil unseres Lebens, also des vor allem jungen Lebens mit. Und dann geht es in einem zweiten Schritt darum, wenn erstmal Nervenzellen miteinander interagieren, wenn sich ein Netzwerk gebildet hat, dieses Netzwerk zu optimieren oder zu verändern und das eben auf der Erfahrung, die ich dann aktuell mache. Also wenn ich in einem Land wie Deutschland zum Beispiel aufwachse und häufig die deutsche Sprache höre, dann verändert sich mein Gehirn dementsprechend, dass ich diese Laute gut verarbeiten kann, aber vielleicht die Fähigkeit zur Unterscheidung von anderen Lauten verlieren kann. Also es geht immer einerseits darum, in der Entwicklung erstmal was aufzubauen, zu generieren und dann wieder zu optimieren, zu verändern. Sie forschen vor allem zum Sehen, also für Kinder und Jugendliche über das Auge, die Welt wahrnehmen. Was haben Sie da bisher erforscht? Ja, ich beschäftige mich vor allen Dingen mit den späten Seherfahrungen, nämlich so mit dieser Überlegung, dass das Sehen nicht etwas ist, was abgeschlossen ist im ersten Lebensjahr. Also viele von Ihnen werden die Erfahrung gemacht haben, wenn Sie selber Kinder haben. Da tut sich sehr viel im ersten Jahr. Das ist natürlich ganz spannend zu beobachten, wie ein Neugeborenes die Welt betrachtet. Aber in der Tat geht dieser Prozess viel, viel länger, als wir uns das üblicherweise vorgestellt haben. Und das hängt eben davon ab, dass sich nicht nur das Auge entwickelt und dementsprechend das Sehen verändert, sondern vor allen Dingen eben, dass sich das Gehirn entwickelt und damit unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und da konnte ich zum Beispiel zeigen, dass die Gesichterwahrnehmung, also dass wir uns an Gesichter unterscheiden können und uns an sie erinnern können, dass das etwas ist, was einen ganz langen Entwicklungsverlauf hat und was sich dann auch von anderen Gedächtnissen oder Wahrnehmungsphänomenen, wenn Sie jetzt irgendwie Autos betrachten oder Bäume, Blumen, unterscheidet. Und das macht uns natürlich, also es ist nachvollziehbar, wir sind soziale Wesen, Gesichter sind wichtig für uns. Und da erreichen wir eigentlich wirklich den Leistungspunkt mit einem Alter von 32 Jahren. Wenn wir über die kindliche und jugendliche Entwicklung, also des Gehirns, sprechen, dann ist ein Thema hochaktuell, das muss ich kurz ansprechen, nämlich der Einfluss von digitalen Medien auf Kinder, auf Jugendliche. Es gibt noch nicht so die wirklichen Forschungsergebnisse, aber was wissen Sie darüber? Also Forschung zu den Einfluss von digitalen Medien auf die Entwicklung ist natürlich erstmal schwierig. Wir können nicht Kinder kontrolliert großziehen mit oder ohne digitale Medien. Das ist heutzutage ja, das ethisch natürlich nicht vertretbar und das ist einfach auch unrealistisch, dass es solche Kinder gibt. Aus der Perspektive der Wahrnehmungsforschung kann ich sagen, dass wir uns schon darüber viele Gedanken machen. Nicht das digitale Medien per se, sondern dass einfach der Zeit, die Kinder heutzutage drinnen verbringen, sei es eben mit Lesen, Schreiben oder eben am Bildschirm, Computerbildschirm, Smartphone, Tablet, dass die eben deutlich zunimmt und die Zeit draußen nimmt ab. Aus der Perspektive der Sehforschung kann man sagen, das ist schlecht für die Entwicklung des Auges. Es konnte gerade klar gezeigt werden, dass das zum Beispiel zu erhöhten Raten von Kurzsichtigkeit führt. Vor allen Dingen gibt es da Zahlen in den asiatischen Räumen, wo in den letzten Jahrzehnten es wirklich sprungartig angestiegen ist, die Kurzsichtigkeit. Zum Beispiel für Singapur weiß man Zahlen, um die 95% aller 18-Jährigen heutzutage kurzsichtig sind. Und das kann man natürlich korrigieren. Glaube ich, wenn ich hier so ins Publikum gucke, sind auch einige Kurzsichtige unter uns. Wir können Brillen dafür tragen, aber im Alter führt das zu deutlich stärkeren Beeinträchtigungen und das macht uns natürlich Sorgen. Vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft sollte man das kritisch betrachten. Herr Haynes, wie entwickelt sich das, wenn man jetzt, also Frau Weigelt hat beschrieben, wie es bei Kindern und Jugendlichen ist, im weiteren Leben das Gehirn? Also was sind das unterschiedliche Intervalle sozusagen oder wie gehen diese Entwicklungsschritte vor sich? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, es gibt so verschiedene Phasen, in denen sich das Gehirn entwickelt. Man weiß, dass bis zum 10. Lebensjahr beginnt dann eine neue Phase und dann werden vor allen Dingen die präfrontalen Regionen des Gehirns stärker ausgebildet, und zwar die vor allen Dingen mit Verhaltenssteuerung und Hemmung zu tun haben, was auch als eine Erklärung diskutiert wird, warum man in der Pubertät so Schwierigkeiten hat mit Verhaltenshemmung. Das ist nur eine mögliche Erklärung. Und dann, wenn man dann 18 geworden ist, kann man nur sagen, wenn jetzt jeder mal, der älter als 18 ist, zurückschauen würde auf seiner Lebensachse, das war der Zeitpunkt, wo das Gehirn die höchste Anzahl von Nervenzellen hatte. Und wenn man darauf zurückblicken würde, könnte man sich zurückwinken und sagen, von da an geht es nur noch bergab. Ja, und was aber interessant ist, ist, dass das nicht bedeutet, dass wir an Funktionen verlieren. Da sieht man, dass also Leistungsfähigkeit nichts damit zu tun hat, dass man genug Nervenzellen hat, sondern dass die richtig verschaltet sein müssen. Zum Beispiel unser Wissen bauen wir über das ganze Leben hinweg auf, bis ins hohe Alter hinein. Wenn dann irgendwann Demenz leider kommt, dann sieht es wieder anders aus. Aber bis zu diesem Zeitpunkt können wir immer wieder unser Wissensvorrat aufbauen. Das heißt also, obwohl wir Nervenzellen verlieren, bauen wir doch gleichzeitig auch bestimmte Fähigkeiten auf. Das ist etwas, worin Sie sich in Ihrer Forschung speziell beschäftigen, dass man auch Nervenzellen aufbaut, und das nennt sich adulte Neurogenese, also neuronale Stammzellen können sich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, entgegen früherer Annahmen eben doch wieder neu bilden. Wie funktioniert das genau? Ja, das wissen wir nicht, deswegen habe ich auch noch eine Zeit lang was zu tun. Das ist eine Ausnahme, und das, was Herr Haynes beschrieben hat, ist natürlich richtig. Also wir verlieren Nervenzellen und es gibt kein einfaches Verhältnis zwischen der Zahl der Zellen, die da ist, und was ich leisten kann. Wenn ich sehr wenig Zellen habe, dann ist klar, dann geht es nicht mehr, und das ist bei der Demenz, beim Alzheimer-Demenz ja zum Beispiel der Fall. Und aber ausgerechnet in einer Hirnregion, die diese Taxifahrer sehr strapaziert haben und die Sie heute strapazieren, wenn Sie sich merken wollen, was wir Ihnen erzählen oder was hier erzählt wird, das ist der Hippocampus. Das nennt man immer das Tor zum Gedächtnis, ein bisschen plakativ. Da muss die Information durch, und das ist so eine Engstelle. Und ausgerechnet an dieser Engstelle, da werden lebenslang neue Nervenzellen gebildet. Das ist also irgendwie ein Sonderfall, aber der ist so suggestiv, weil er genau an der Schlüsselstelle für Lernen und Gedächtnis stattfindet. Und die große Frage ist, warum dort und nicht woanders? Und welche Auswirkungen hat es für so ein neuronales Netzwerk? Nervenzellen bilden ja Netzwerke und wir vermuten das oder wissen zum Teil auch, dass diese Netzwerkstruktur sehr wichtig dafür ist, wie das Gehirn funktioniert. Warum ist das da anders und was tragen diese Zellen eigentlich dazu bei? Und das Spannende ist jetzt, sich zu fragen, wenn ich diesen Prozess dieser Nervenzellneubildung über das Leben betrachte, wie verändert der sich? Und was wir da sehen, ist, dass wenn ich sehr aktiv bin, wenn ich in Talks in der Bundeskunsthalle gehe, wenn ich körperlich aktiv bin, wenn ich mein Gehirn fordere, das heißt, wir können das streng genommen nicht sagen, wie das mit der Bundeskunsthalle ist, aber wir können aus indirekten Befunden, wir können von Tierversuchen, wir können aus indirekten Befunden sagen, dass sich das Gehirn sehr stark anpassen kann und dass Stimulation körperlich, geistig diese Nervenzellneubildung fördert. Und das ist eben eine Ausnahme, aber eine extrem spannende Ausnahme in diesem Kontext. Leider ist sie kein Freibrief für alles, das ist leider kein regenerativer Prozess, sondern ein er produziert neue Zellen, die Plastizität, die Kollegin so faszinierend fand, eben in einer wichtigen Region lebenslang aufrechterhält. Wir werden gleich noch auf die bildgebenden Verfahren kommen, auf die Simulation, aber ich möchte an der Stelle das ist eine Neuheit sozusagen, eine Methode erwähnt haben, die Züchtung von sogenannten Mini-Hirnen, die man eben außerhalb, genau da ist ein Bild, außerhalb des menschlichen Körpers sozusagen, kann man daran am Gehirn forschen. Was für Erkenntnisse hat man da bisher gewonnen? Das klingt frankensteinig und freakig. Also wir nennen das nicht Mini-Gehirne oder sowas. Und jedes anständige Gehirn würde sich wahrscheinlich weigern, bezeichnet zu werden. Das ist eine große Errungenschaft letztlich. Man kann sehen, dass aus einzelnen Stammzellen, wenn man sie nur lässt und ihnen die richtigen Umgebungen bietet, dass sie ihr Programm abspulen. Und je nachdem, wo diese Zellen herkommen, haben die so viel in ihrer genetischen Information und den paar Reizen, die sie von außen kriegen, dass sie dieses Programm bis zu einem gewissen Punkt abspulen. Und da gibt es eben, wenn wir bei der Netzhaut aus dem Film vom Anfang waren, gibt es eben solche Protokolle, die kleine Stücke Netzhaut produzieren. Da gibt es kleine Stücke Hirnrinde, die sind weiß Gott nicht perfekt und die fangen auch nicht irgendwann an zu denken und zu reden. Aber was da möglich ist, ist natürlich ein Stückchen von der Komplexität, die das Gehirn nun mal hat, in einer sehr reduzierten Weise, aber immer noch weiß Gott komplex genug nachzuvollziehen und untersuchbar zu machen. Und dann ist das ein großartiger Weg, um Tierversuche zu vermeiden, um überhaupt manche Fragen erstmals stellen zu können, Entwicklung in einem kleinen, aber immerhin beeindruckenden Maße verfolgbar und untersuchbar zu machen. Aber das hat eigentlich eben nichts mit, das ist ein Handwerkszeug und das ist jetzt erstmal nicht gefährlich, die werden nicht die Weltherrschaft übernehmen. Das ist nicht Science Fiction, sondern das ist eigentlich nur eine sehr logische Weiterentwicklung von Dingen, die wir auch schon seit im Grunde Jahrzehnten machen, nämlich Zellen in der Zellkultur zu züchten. Und hier ist das Bemerkenswerte, dass offensichtlich die genetischen Programme ausreichend sind, um Entwicklung ganz schön weit voranzutreiben. Entschuldigung. Wir setzen noch mal kurz die philosophische Brille auf, Herr Fink. Ich habe vorhin schon gesagt, Kant hat sich schon die Frage gestellt, was ich wissen kann, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen das, was sie sehen, also dass es subjektive Eindrücke sind und die Welt jetzt nicht als Wirklichkeit sozusagen erfassbar ist, jetzt mal ganz simplifiziert ausgedrückt. Was sagt denn die Neurophilosophie heute dazu, inwieweit wir die Welt wirklich mit unserem Hirn wahrnehmen können? Wie ist der Wirklichkeitsbegriff, hat der Realitätssinn? Also ich meine, bei Kant gibt es ja die Idee des Dings an sich. Und es gibt quasi Dinge an sich, das ist der große Schritt. Und was wir aber erleben oder worüber wir uns Gedanken machen, das Ding an sich selbst ist nicht erkennbar. So ein bisschen hat sich dieser Gedanke beibehalten. Man fragt dann beispielsweise irgendwie, inwiefern unterscheiden sich denn Zwischenindividuen, beispielsweise zwischen Ihnen und mir, Wahrnehmungen. Die Neurowissenschaften kann da relativ viel zu beitragen, aber trotzdem neben all den Unterschieden, die Ihr Gehirn und mein Gehirn hat und was das alles beiträgt zur Wahrnehmung, wollen wir ja trotzdem irgendwie auch sowas haben, dass Sie und ich beispielsweise dasselbe über die Welt wissen können. Das heißt also, zwischen allen Unterschieden, die es zwischen uns gibt, wollen wir trotzdem irgendwie noch so einen Kern haben, der irgendwie gleich bleibt, mit dem wir irgendwie die Welt da draußen erkennen können. Und genau zu sagen, was dort gleich ist und was es eigentlich ist, das wir da draußen erfahren, weil es da draußen sein soll und nicht im Hirn, brauchen Sie quasi ein Gegenstück. Sie brauchen irgendwie Ontologien, also irgendwie Entwürfe über Kategorien der Welt und wie die eben zu den Hirneindrücken, die sie bekommen und zu den Nervenzellen, die überhaupt Informationen von da draußen in ihre Hirninfo, also für ihr Gehirn verarbeitbare Informationen umwandeln, wie die zueinander passen. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr kompliziert, aber der Gedanke ist relativ simpel. Sie haben ein Hirn, ich habe ein Hirn, wunderbar, soweit so subjektiv, aber Sie hätten auch gern irgendwo ab einem gewissen Punkt einen Objektivitätsanspruch. Und wie Sie den einlösen, das ist die spannende Frage. Sie haben ein Hirn, ich habe ein Hirn, Sie alle haben ein Hirn und wir werden das jetzt mal auf die Probe stellen. Denn das, was Sie gerade gesagt haben, kann man jetzt an einem ganz praktischen Beispiel veranschaulichen, denn wir meinen wahrscheinlich alle... Ich glaube, Sie sehen alle, dass das hier eine, wie nennt man es, himbeerfarbene Jacke ist. Aber das ist nicht immer so und das testen wir jetzt. Kilian, bitte. Genau, jetzt sind Sie gefragt und zwar, ich bin mir gar nicht so sicher, wir nennen das jetzt mal Experiment. Für mich ist allerdings die Sache klar. Es gibt keine zwei Möglichkeiten. Das Problem ist aber, und da sind wir genau bei der Objektivität, die gerade angesprochen wurde, es gibt für uns jeweils als Individuum keine zwei Möglichkeiten, weil Sie wissen, was Sie jetzt gleich sehen und Sie wissen das und ich weiß das. Das Problem ist, wahrscheinlich stimmt das nicht überein. Wir zeigen Ihnen jetzt mal ein Bild, was vor ungefähr 3 Jahren viral gegangen ist. Genau, viele kennen das. Wer kennt das denn? Wer hat das schon gesehen? Einige. Gut, Sie haben das noch nicht gesehen, dann setze ich mich hier mal auf diesen Pressestuhl. Passt ja irgendwie, Presse stellt auch mal Fragen. Sie haben dieses Bild noch nie gesehen. Nein, noch nicht. Okay, das Faszinierende an diesem Bild ist, dass, und das wollen wir jetzt gleich auch hier testen, unterschiedliche Menschen unterschiedliche Farben sehen. Bevor wir das jetzt testen, frage ich einfach mal ganz frei, welche Farben sehen Sie denn? Gold und einen leichten Schimmer von Grau-Türkis. Ja, genau. An der Reaktion stellen Sie fest... Das wird nicht jeder so sehen. Und genau so war das. 2015 hat eine junge Dame geheiratet und eine Person, ich glaube die Bandleaderin, hat dann ein Foto gepostet. Die hat in diesem Kleid geheiratet und man war sich nicht so richtig einig, welche Farbe oder welche Farben dieses Kleid eigentlich hat. Nämlich schwarz-blau oder weiß-gold. Und das Ganze wurde ganz aufgeregt in den sozialen Medien diskutiert, am selben Tag, ich glaube, 440.000 Mal aufgerufen und dann, 700.000 Mal aufgerufen und am nächsten Tag in 4,4 Millionen Tweets genannt, weil man das eben unterschiedlich wahrnimmt. Und das wollen wir jetzt hier einmal schnell testen. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieses Kleid weiß, Türkis lassen wir mal weg, ja? Aber Gold und Weiß ist, dann heben Sie doch mal bitte Ihre Hand. Oh, wow. Ha, ja. Sie haben alle recht. Genau. Und wenn Sie jetzt aber glauben, es wäre schwarz-blau, dann heben Sie doch jetzt mal Ihre Hand. So, jetzt stellen wir ja fest, dass das scheinbar irgendwie nicht so ganz eindeutig ist. Wir sprechen aber von einem und demselben Kleid, auch wenn wir nicht die gleichen, nicht dieselben Farben wahrnehmen. Wie kommt das, Frau Professor Weigelt? Ja, erstmal ist es überraschend, dass sehr viele Weiß-Gold-Seher hier unterschieden sind. Ich finde das schon. Im Endeffekt sehen wir mit dem Kleid ein ganz besonderes Phänomen, nämlich dass unser Sehen nur bedingt etwas damit zu tun hat, was auf unsere Netzhaut fällt. Auf Ihre alle Netzhäute und auf meine fällt genau das gleiche Bild. Und dennoch haben wir so fundamental unterschiedliche Interpretationen dessen. Also dieses Signal wird auf eine so andere Art und Weise verarbeitet. Und das hängt damit zusammen, was unser Gehirn daraus macht, aus diesen elektrischen Signalen, die vom Auge weitergeleitet werden. Und was es daraus macht, hängt ganz massiv davon ab, welche Erfahrungen Sie in Ihrem Leben schon gemacht haben. Das bestimmt im Endeffekt, welche Interpretation des Bildes Sie hier sehen können. So ganz genau weiß man nicht, welche Erfahrungen das sind, aber die Unterschiede zwischen Schwarz-Blau und Weiß-Gold entstehen dadurch, was Sie meinen, wie das Kleid belichtet ist. Es geht also gar nicht so sehr darum, wie man das Kleid an sich sieht, sondern wie man den Hintergrund sieht. Bei diesem Bild zum Beispiel müssten jetzt die Schwarz-Blau-Seher die Chance haben, das auch Weiß-Gold zu sehen. Darf ich mal fragen, stimmt das? Hat sich da jemand umentschieden? Hat sich jemand umentschieden, genau. Das heißt, in dem Fall haben Sie eine natürliche Beleuchtung von hinten und in dieser uneindeutiger Farbeindruck des Kleides, dann nehmen Sie das Blau weg, weil Sie denken, das liegt ja im Schatten, das muss ich irgendwie wegrechnen und dann wird das Kleid Weiß-Gold. Im nächsten Fall müssten die Weiß-Gold-Seher die Chance haben, Schwarz-Blau zu sehen. Okay, wer hat sich hier umentschieden? Scheint nicht so der Fall zu sein. So ein paar Wechsel. 2, 3, ja, eine Handvoll, würde ich sagen. Ja, in dem Fall wird das Kleid direkt von vorne beleuchtet im natürlichen Licht. Das heißt, Sie müssen davon ausgehen, dass Sie die richtigen Farben sehen. Maximal hat es vielleicht einen goldenen Schatten, der darüber liegt. Und dementsprechend müssten Sie das Schwarz-Blaue sehen. Aber Sie sehen, das funktioniert schon nicht so ganz. Also unser visuelles System lässt sich nicht so leicht beeindrucken davon. Und das ist auch der Grund, warum dieses Kleid oder dieses Foto so viral geworden ist, weil es eben nicht leicht ist, zwischen den verschiedenen Ansichten zu wechseln und weil man sich so herrlich darüber streiten kann, was denn nun die richtige Antwort ist. Genau, das machen wir jetzt auch noch kurz. Was haben Sie denn gesagt? Welche Farben hat dieses Kleid? Zuerst hellblau und gold. Hellblau. Wie zuerst? Es ist ja ein und dasselbe Kleid. Also aus welchen Farben besteht es? Hellblau und gold. Und wenn ich jetzt aber sage, es ist weiß-gold, würden Sie dann sagen, ja, okay, dann... Ja, dann verändert sich die Wahrnehmung. Ah, ja, genau, dann verändert sich die Wahrnehmung. Also wir lösen es mal auf. Es ist... Blau-Schwarz tatsächlich, ja. Oder Schwarz-Blau. Ja. Das ist die Realität. Und jetzt nochmal, wer würde sich denn vorstellen, dass man quasi, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, ist das auch der innere Schweinehund, wenn ich eigentlich weiß, ich habe Unrecht, so wie ich, und dann aber zugeben muss, dass es Schwarz-Blau ist. Wer würde sich denn zutrauen, das dann zu ändern danach? Wer sieht denn jetzt Schwarz-Blau? Aber auf dem Bild nicht. Keiner, ne? Nee, das funktioniert nicht. Genau. Spannendes Experiment. Danke fürs Mitmachen. Ja, bitte. Also wenn ich jetzt mal aus philosophischer Sicht was hinzufügen darf, da haben Sie das, jetzt erleben Sie so ein bisschen hautnah, was es heißt, unterschiedliche Ontologien zu entwerfen. Sie sehen jetzt alle unterschiedliche Sachen, aber die Frage ist jetzt, welche Farbe hat das Kleid? Ja, und zwar nicht Ihre Wahrnehmung, sondern das Kleid da draußen. Wir haben eine Ontologie von Farben, wo wir denken, dass Dinge da draußen farbig sind. Und irgendwie würden wir auch gerne weiter so reden. Jetzt merken wir aber, wir haben alle unterschiedliche Auffassungen vielleicht in unterschiedlichen Zuständen. Eine Möglichkeit, die es zu interpretieren ist, zu denken, dass naja, die Farbontologie ist keine einfache von einem Ding, das irgendeine Eigenschaft hat oder irgendeinem Bereich, der irgendeine Eigenschaft hat, sondern vielleicht ist es eben, dass alle Farben relational sind, die Sie erleben können. Das heißt also, Sie können niemals, wenn man das so interpretiert, wäre die Voraussage, die so eine Ontologie machen würde, ist, Sie können niemals eine Farbe alleine erleben. Und das ist ein interessanter Punkt, wo solche neurowissenschaftlichen Erklärungsversuche und solche Phänomene, die neurowissenschaftlich relevant sind, für die Philosophie und die Entwicklung von beispielsweise Farbontologien sehr greifbar werden. Weil natürlich wollen Sie irgendwie sagen, Sie wissen jetzt, was für eine Farbe das Kleid hat. Ich würde noch gerne eine Grafik zeigen, weil da versteht man ganz gut, wie es funktioniert. Frau Weigelt, Sie können dazu noch mal was sagen, weil das wirklich was mit den Lichtverhältnissen, mit den Lichtwahrnehmungen hat, mit der Wahrnehmung von Schatten und Licht. Ja, also in der Mitte die beiden Kleider, auf der linken Seite sehen wir ein schwarz-blaues, was einen gelben Schatten oder eine gelbe Beleuchtung hat und auf der rechten Seite eben das weiß-gelbe, was eine blaue Beleuchtung hat. In der Mitte, die Farbflächen sind komplett identisch. Ja, wenn Sie die Seitenteile abdecken könnten, dann könnten Sie das genau sehen, dass die Röcke die gleichen Farben haben. Es kommt nur durch die unterschiedliche Beleuchtung zustande, dass uns das eine anders erscheint als das andere. Genau, da sieht man es. Also auch ich habe mich mit meinen Kindern habe ich mich gar nicht darüber gestritten, weil die haben nämlich tatsächlich vorgestern alle drei, genau wie ich, schwarz-blau gesehen. Die Babysitterin hat dagegen weiß-gold gesehen, sodass ich schon auf die Idee gekommen bin, dass es genetisch sein könnte. Aber das habe ich mir schon austreiben lassen von Frau Weigelt. Also so, wir dringen noch tiefer ein ins Gehirn und beschäftigen uns mit dem, wie wir denken, wie wir lernen. Herr Haynes, Sie sind einer der führenden Forscher auf diesem Gebiet und haben uns ein Bild mitgebracht, das ein menschliches Gehirn zeigt, kurz bevor es eine Entscheidung trifft, ist das richtig? Ja, genau, kurz bevor man eine Belohnung bekommt. Eine Belohnung? Weil man eine richtige Entscheidung gefällt hat. Und dann, was wir hier sehen, ist, dass dieser Gedanke, der in dem Menschen dann gerade im Kopf ist, abgebildet wird mit einem Aktivierungsmuster im Gehirn, was, sagen wir mal, so mosaikhaft ist. Es gibt also Regionen, die sind stärker aktiv, das sind die gelben Regionen, und Regionen, die sind weniger aktiv, das sind die blauen Regionen. Und das, so sind unsere Gedanken im Gehirn eingespeichert. Also nicht, dass quasi jeder Gedanke, den ich habe, eine einzelne Nervenzelle hat. Also wenn ich an meine Großmutter denke, dann gibt es keine Großmutterzelle, sondern jeder Gedanke, den ich habe, geht mit einem unverwechselbaren Muster der Hirnaktivität einher. Und damit, wenn wir Computern beibringen, diese Muster zu erkennen, können wir dann auch zu einem gewissen Grad feststellen, was eine Person gerade denkt. Bis zu einem gewissen Grad. Genau, muss man genau zuhören. Ich sage bis zu einem gewissen Grad. Die Verheißung ist, dass Sie oder die Hirnforschung Menschen live beim Denken zusehen darf. Das klingt irre. Das Glas ist immer, entweder ist es nicht komplett leer, es ist nicht komplett voll, sondern es ist teilweise voll. Wir können also bis zu einem gewissen Grad die Gedanken einer Person in Erfahrung bringen durch Messung der Hirnaktivitätsmuster. Und wenn wir Computern beibringen, das auszulesen, das geht also schon. Aber wir können jetzt nicht jeden beliebigen Gedanken, den eine Person hat, aus der Hirnaktivität dekodieren. Also das ist mit dem Verfahren, die wir haben, vor allen Dingen mit dem Bildgebungsverfahren, die wir haben, natürlich nicht möglich. Aber es ist doch eigentlich viel mehr möglich, als man vielleicht vor 15 Jahren noch gedacht hatte. Wenn man sich überlegt, dass die Auflösung der Kernspintomographie nicht besonders gut ist, dann ist es eigentlich beeindruckend, wie viel Informationen man über die Gedanken einer Person da rausbekommen kann. Mit solchen modernen Verfahren. Noch eine Verheißung, Sie wissen schon, bevor es der Mensch selber weiß, wie er sich entscheidet. Zu einem gewissen Grad. Zum gewissen Grad, genau, darauf wollte ich, Das wollte ich immer dazu sagen. Das ist immer relativ, aber trotzdem, Sie haben Untersuchungen gemacht, oder wo ich glaube, da ging es darum, dass jemand den einen oder den anderen Knopf drücken sollte und Sie konnten anhand der Gehirnaktivitäten schon 7 bis 10 Sekunden vorher sehen, wie er sich entscheidet, bevor dieser Mensch bewusst das... Genau. Das sind selbst getaktete Entscheidungen, das muss man erstmal sagen. Also nicht, wenn ich jetzt ganz schnell reagiere, ich fahre jetzt in Berlin auf der Straße mit dem Fahrrad, da kommt ein Taxi in meinen Weg, dann kann ich nicht ganz schnell reagieren. Aber wenn ich selbst getaktete Entscheidungen fälle, zum Beispiel möchte ich Kaffee oder Tee trinken oder wo möchte ich studieren oder welches Buch möchte ich lesen, dann kann ich das ja in meinem eigenen Zeitraster fällen. Und in diesen Fällen scheint es so zu sein, dass das Gehirn diese Entscheidung vorbahnt. Also wir wissen nicht genau, ob das dann komplett vorherbestimmt ist durch die frühere Hirnaktivität oder vielleicht nur in eine bestimmte Richtung eine Tendenz bekommt. Aber auf jeden Fall bahnt sich eine Entscheidung vorab im Gehirn an, und zwar noch bevor wir das Gefühl haben, dass wir jetzt eine Entscheidung fällen. Wir haben ja, wenn ich damit konfrontiert bin, mich zwischen Kaffee und Tee zu entscheiden, habe ich das Gefühl, ich könnte noch, bis zum letzten Moment könnte ich mich noch so oder so entscheiden. Aber möglicherweise ist das im Gehirn bereits zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. Und ich habe das Gefühl, dass ich noch frei bin, aber bin gar nicht so frei, wie ich denke. Es wurde vor einigen Jahren viel darüber diskutiert, wie sehr der Mensch einen freien Willen hat oder wie sehr wir determiniert sind in unserer Willensfreiheit, in unserer Entscheidungsfreiheit. Mag sein, dass das jetzt für Sie als Spezialisten schon, sage ich mal, ein abgehandelter Schuh ist, aber eigentlich so richtig die Lösung. Oder ich meine, gerade wenn ein Philosoph dazu kommt, ist es ja noch nicht. Denn wenn das, was Sie sagen, so ist, dann ist es ja wirklich die Frage, inwieweit sind wir Herr über unsere Entscheidung und wie weit sind das einfach ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, die aber dazu führen, dass wir eine Entscheidung treffen, wie wir sie entscheiden. Und nicht, weil wir das jetzt gerade so wollen, sondern weil im Gehirn das und das passiert, weil wir die und die Erfahrung gemacht haben und so weiter. Das ist ein ganz vielschichtiges Problem. Das hat auch natürlich, war es nicht ungefähr, dass man so viele Jahre sich darüber gestritten hat und sich immer noch streitet. Und man kann sich das so vorstellen. Wenn wir an einen Entscheidungspunkt kommen, haben wir oft das Gefühl, wir könnten so oder so, aber es scheint aus den Naturgesetzen sich zu ergeben, dass das aber schon feststeht, wie wir uns entscheiden werden. Das ist die eine Dimension. Das heißt, da gibt es einen Konflikt zwischen dem, wie wir glauben, wie wir uns entscheiden, und dem, wie die Naturwissenschaft glaubt, wie wir uns entscheiden, und auch diese Experimente das sagen. Also diesen Konflikt, den muss man erstmal feststellen. Und jetzt kann man natürlich sagen, was bedeutet denn das, wenn ich frei bin? Bedeutet das, ich kann jetzt anders handeln? Oder bedeutet das, ich kann so entscheiden, wie ich will? Und das ist damit nicht in Frage gestellt, weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass wenn meine Gedanken und meine Wünsche und meine Absichten und sowas alles im Gehirn realisiert sind, also wenn es eine Hirnregion gibt, die sagt, ich möchte jetzt aber gerne Kaffee haben, dann in dem Moment, wo ich dann den Kaffee nehme, wird diese Hirnregion einfach aktiv und dominiert dann das Geschehen. Das heißt, nicht unbedingt gesagt, dass ich das als Einschränkung meiner Freiheit erleben muss. Ich bin immer noch derjenige, der die Entscheidung fällt, aber ich fälle die Entscheidung genau so, wie sie in mir vorstrukturiert ist. Jetzt kann man sich entscheiden, ist einem das eine wichtiger, dass man die Möglichkeit hat, entweder das eine oder andere zu entscheiden, noch bis zum letzten Moment und vielleicht sich noch zu verändern. So, ich nehme eigentlich immer Kaffee, aber nein, ich nehme jetzt doch kurz mal Tee. Diese Möglichkeit ist quasi möglicherweise nicht gegeben bis zu dem Grad, zu dem wir es glauben. Oder glaubt man, es ist wichtiger, dass die Entscheidung, die gefällt wird, mit meinen Wünschen, mit meinen Überzeugungen, meinen Motiven, meinen Gründen und so weiter kompatibel ist. Und dann würde man vielleicht sagen, ist die Freiheit nicht eingeschränkt. Auch da kann durch die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt sein. Zum Beispiel, wenn ich rauche oder irgendwelche stoffgebundenen Drogen konsumieren muss, dann empfinde ich das ja auch als eine Einschränkung meiner Freiheit. Das spricht, das gibt es ja nochmal eine zusätzliche Komplexität. Aber man muss sich am Anfang erstmal überhaupt entscheiden, was meint man damit überhaupt, wenn man vom Freiheit Willen spricht. Und vielfach ist das gar nicht richtig thematisiert worden. Und ich sag mal, Philosophen haben den Hirnforschern und Psychologen das Recht abgesprochen, da überhaupt was drüber zu sagen. Das ist vielleicht ein bisschen chauvinistisch. Und Hirnforscher haben dann aber auch gleichzeitig die Diskussionen aus der Philosophie komplett ignoriert. Das ist genauso chauvinistisch gewesen. Und heute stellen wir fest, dass wir eine neue Generation von, ich sag mal, Kognitionswissenschaftlern haben, also Leuten, die im ganzen Spektrum zwischen zellulärer Neurowissenschaft, Bildgebung, Psychologie und Philosophie arbeiten, auch Informatik, künstliche Intelligenz und so weiter. Und dass sich da eigentlich eher so ein integrativer Ansatz entwickelt hat. Das heißt, man arbeitet jetzt zusammen und nimmt die Probleme ernst und versucht, die aus verschiedenen Perspektiven heraus zu beantworten. Herr Fink, das heißt, Sie sind sich da in allem einig oder gibt es doch philosophische Einschränkungen, Einwände? Also was ich erstmal irgendwie betonen möchte, ist, dass ich das total unterschreibe, dass es eine neue Generation an Forschern gibt, die wirklich interdisziplinär alte Debatten aus der Philosophie nimmt, empirisch fruchtbar macht und dadurch auch bessere Experimente in vielen Fällen hervorbringt. Das ist erstmal was, was man auf jeden Fall feststellen muss, dass ein absoluter Sprung ist von der alten Debatte über Willensfreiheit, die wir vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten hatten. Natürlich gibt es eine Menge, über die man reden kann, aber das ist so in den Details. Ich will nur eine Sache noch betonen, das ist nämlich, was wäre die Alternative? Also will man wirklich so frei sein, dass man überhaupt nicht mehr den Naturgesetzen gehorcht? Das wäre irgendwie ganz gruselig, finde ich, weil man dann eben auch nicht mehr sicherstellen könnte, dass meine Entscheidung auch handlungswirksam wird. Weil natürlich möchte man, dass, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, diese dann die normalen naturgesetzmäßigen Auswirkungen hat. Das heißt, also es gibt einen Philosophen, der das noch stark betont und sagt, wir können nur insoweit willensfrei sein, wie unser Gehirn den Naturgesetzen überhaupt gehorcht. Wenn es das nicht täte, könnten wir noch nicht mal irgendwie in diesem Sinne, wie Herr Haynes gesagt hat, handlungsfrei sein. Aber ich würde da ganz gerne nochmal eingreifen, weil dieses Willensfreiheitsproblem oft charakterisiert wird als eins, was zwischen Determination, also Vorherbestimmung meines Handelns und meiner Einschätzung, wie ich jetzt handeln möchte, meinem Zustandekommen meines Willens dargestellt. Es gibt auch eine andere Dimension davon, das ist nämlich die, dass wir vielleicht das Problem haben, und das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, die Allgemeinheit ein bisschen besser aufklären müssen, dass die meisten Menschen Dualisten sind. Dualist bedeutet, ich glaube, dass mein Geist zu einem gewissen Grad oder starken Grad unabhängig ist von meinem Gehirn. Ich glaube, es gibt ein kleines, stilles Kämmerlein meiner Gedanken, was mit dem Gehirn nichts zu tun hat. Da kann ich mir eine Entscheidung fällen, ich kann mir ausmalen, dass ich in einen Laden gehe und irgendwas klauen würde, und kann mir das in meinem stillen Kämmerlein meiner Gedanken ausmalen. Und solange ich es nicht umsetze, weiß niemand davon und mein Gehirn weiß es aber auch nicht, weil es ja mein kleines, privates, stilles Kämmerlein meiner Gedanken ist. Das ist der Dualismus. Und diese Idee ist eigentlich die, die dazu führt, dass wir an den Fragen... Ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb viele, ich sag mal, Leute sich mit dem Problem nicht intensiv beschäftigt haben, an den freien Willen glauben. Die sehen das mich überhaupt gar nicht als ein Problem an, wenn sie an eine Entscheidungssituation kommen. Naja, mein Gehirn ist vorherbestimmt durch die Naturgesetze, ich komme an diesen Punkt und jetzt möchte ich mich entscheiden, aber jetzt entscheide ich mich um. Naja, da kommt halt einfach der Geist aus dem stillen Kämmerlein und macht dann sein Ding. Und so denken die meisten Menschen über den freien Willen. Und da muss man ganz klar sagen, sagen, die Naturwissenschaft hat den Dualismus nicht komplett widerlegt, aber doch zumindest extrem unplausibel gemacht. Wir glauben heute, wie das dieses Bild, was wir gerade gesehen haben, wo die Gedanken in der Hirnaktivität quasi kodiert sind, glauben wir, dass alle unsere Gedanken, alle unsere Entscheidungen ein korrespondierendes Aktivitätsmuster im Gehirn haben und dass das das Existenzmedium ist, in dem unsere Gedanken stattfinden. Und es gibt dieses stille Kämmerlein unserer Gedanken, wie wir uns das oft vorstellen würden und wie die meisten Menschen sich das vorstellen, gibt es nicht. Wir haben dazu repräsentative Umfragen gemacht in Singapur, in den USA und in Deutschland. Und das ist für einen Hirnforscher grauenhaft. Da stellen Sie fest, die meisten Menschen glauben, dass der Geist erstmal zu einem gewissen Grad, zu einem starken Grad unabhängig ist vom Gehirn. Ja, trotz des Zeitalters des Gehirns und allen Glauben in die Hirnforschung und Neurotheologie und allen diesen Ausuferungen glauben die Menschen erstmal, dass unser Geist unabhängig ist vom Gehirn. Okay, sprechen wir mal nicht vom Geist, sondern vom, ich nenne es jetzt mal Ich-Bewusstsein. Das ist ja noch ein bisschen umfassender. Jetzt frage ich mal die Nicht-Philosophen, sondern Sie als Wissenschaftler. Wo ist denn dann das Ich-Bewusstsein? Was macht dann das Ich aus? Das ist ja gemein, ne? Da hat man einen Philosophen auf dem Podium und die... Wechseln wir mal die Rollen. Ja. Aber dann, man kann da schon was zu sagen, auch aus der... Also... Wenn wir den Hippocampus wieder bemühen, dann ist das eben die Hirnregion, die wir brauchen, um uns Fakten zu merken und diese Fakten auch in ihrer zeitlichen und räumlichen Anordnung, in eine Ordnung zu bringen. Das heißt, wenn Sie heute nach Hause gehen und morgen beim Frühstück nochmal erzählen wollen, was Sie eigentlich erzählt haben, dann müssen Sie die Sachen in eine gewisse Ordnung bringen, damit das überhaupt eine Logik hat. Und diese Logik, die muss auch im Gehirn irgendwie abgebildet werden, diese Ordnung. Und das nennt man episodisches Gedächtnis, dass wir wissen, was ist denn eigentlich in welcher Richtung gekommen. Und da wir ein episodisches Gedächtnis haben, das brauchen wir zum Beispiel auch, um unseren Weg zu finden in der Welt. Und wir wissen, also da geht Kurven geradeaus. Das sind Abfolgen. Und die stärkste Form des episodischen Gedächtnisses, könnte man sagen, ist unser autobiografisches Gedächtnis, dass wir eine Erinnerung von unserer eigenen Geschichte haben. Und wir können sagen, dass das natürlich eine ganz große Voraussetzung dafür ist, dass wir uns als Personen, als Ich, als Entität in Abgrenzung auch von anderen erleben, dass wir unsere Geschichte haben und uns eben unserer Geschichte, unserer persönlichen Geschichte in ihren ganzen sozialen Gefügen natürlich bewusst machen können. Und das Interessante ist nun, dass wir arbeiten ja hier am DZNE auch über Alzheimer-Demenz. Dass bei der Alzheimer-Demenz ist der Hippocampus sehr früh betroffen. Und was die Menschen eben erleben, ist, dass sie zuerst sich Sachen nicht merken können, dass sie Schwierigkeiten bekommen, sich in der Welt zurechtzufinden. Die räumliche Orientierung lässt nach. Und dann kommt es aber auch zu dem Punkt, dass sie mit den berühmten Worten der ersten beschriebenen Patienten, ich habe mich sozusagen selbst verloren, eben das Gedächtnis ihrer selbst verlieren. Und da haben wir im Gehirn, eben in diesem Prozess des Lernens, einen Anteil dessen, was Ich und Person ausmacht. Ich würde natürlich nicht behaupten, dass das jetzt Ich und Person sei. Das wäre jetzt sicherlich spannend für die Diskussion hier, aber ich glaube, dass das nicht so ist. Aber dass es eine große Voraussetzung, eine wichtige Voraussetzung dafür ist. Und Anmerkung am Rande dazu natürlich ist, dass viele Leute genau dieses Kämmerchen in ihrem Kopf gerne aufrechterhalten, gleichzeitig aber natürlich wissen, dass wir definieren sogar den Tod über den Hirntod und wir wissen, dass eben ein Schlag auf den Kopf ihm all unserer großen Fähigkeiten zumindest kurzfristig oder langfristig berauben kann. Also eigentlich ist es auch eine Alterserfahrung, dass es ohne Gehirn nicht geht, dass das der Ort ist, wo die Musik spielt. Und wir uns da, glaube ich, das häufig einfach nur ein bisschen bequem machen, weil es so viel einfacher ist, da oben so eine kleine Schaltzentrale, wo so ein kleiner Mensch drin sitzt, der da die ganzen Hebel hat, der aber dann ja wieder so einen in seinem Kopf haben müsste, der denn für diese Hebel... Und dann kommt man eben in diesen Infinite Regress und da hält man sich vielleicht besser zurück und sagt, na, gucken wir an diese Wunderbarkeit und halten wir uns ein bisschen an die Sachen, die wir vielleicht erklären können und tasten uns so langsam ran. Das wäre zumindest meine Antwort auf diese Frage. Nicht gleich alles erklären wollen, aber immerhin ein bisschen was. Wir kommen nochmal zum jungen Gehirn, Frau Weigelt. Hier sitzen viele Schüler und Studenten. Wann lernt das junge Gehirn besonders gut und unter welchen Umständen nicht so? Also ich würde sagen, das gilt nicht nur für das junge Gehirn, sondern für alle Gehirne, dass wir natürlich einerseits im ausgeschlafenen Zustand zum Beispiel gut lernen können, im gesunden Zustand. Wenn wir Wissen so abspeichern wollen, dass wir es ein bisschen dauerhafter haben wollen als nur für die nächste Klausur, dann ist es auch sicher sinnvoll, zum Beispiel in unterschiedlichen Orten zu lernen, also dass wir unser Lernen unabhängig davon machen, wo wir gerade sitzen, weil sonst kann man es an dem Ort auch sehr gut wieder hervorholen, aber nicht in der eigentlichen Prüfungssituation zum Beispiel, ne? Das Phänomen, dass man am Schreibtisch lernt, aber eben im Büro des Professors mündlich geprüft wird. Oder der Professorin. Genau. Ja, da kann man nicht lernen, aber man kann zumindest an anderen Orten lernen, damit es etwas generalisiert. Das wären so Möglichkeiten. Aber Herr Kempermann, das ist doch Ihr Thema, an anderen Orten lernen, sich bewegen beim Lernen, beim Denken. Dafür plädieren Sie ja. Da kann man also eigentlich, Ihrer Ansicht nach, müsste man doch ständig laufen und nicht mehr am PC sitzen, irgendwie wie wir das alle tun, sondern eigentlich sich immer zu bewegen. Sie, Ihr Motto ist doch, laufen Sie oder lauft dich klug, oder? Ja, zumindest, dass die körperliche Aktivität eine sehr große Wirkung auf Gehirnprozesse hat. Und das ist natürlich erstmal erstaunlich, weil wir denken, wenn ich das Gehirn fördern will, dann muss ich halt das Lernen trainieren. Das ist auch nicht falsch. Aber das Gehirn hängt eben auch sehr stark von körperlicher Aktivität ab. Und die Frage ist, warum? Wahrscheinlich ist eine der Erklärungen, dass Gehirne in der Evolution entstanden sind, um Bewegung zu ermöglichen. Also die einfachsten Nervensysteme waren kleine Mechanismen, die Bewegung ermöglicht haben. Und das haben wir heute eben noch wahrscheinlich tief verwurzelt in uns. Wir können sehr, sehr enge Verbindungen zwischen dem Input in das Gehirn und seinem Output feststellen. Und dieser Output ist immer motorisch. Also wenn ich rede, dann ist das auch ein motorischer Output. Und selbst wenn ich nur denke, also das ist für Philosophen schön, dann kann ich in meinem Gehirn, wenn Herr Heinz gleichzeitig mit seinem Scanner das anguckt, eben feststellen, dass ich, selbst wenn ich die Handlung gar nicht ausübe, trotzdem diese Hirnregionen aktiv habe, die ich aktiv hätte, wenn ich mich dann wirklich bewegen könnte. Also da kann ich unterwegs noch was stoppen, aber diese motorischen Areale sind trotzdem aktiv. Und jeder Impuls, der nach außen geht, der wird sofort wieder zurückgemeldet an das Gehirn. Und es gibt eben eine ganz kurze Verbindung zwischen Motorik und Sensorik. Können Sie selber feststellen, wenn Sie die Augen zumachen und mit Ihrem Finger auf die Wange zugehen, so ganz langsam, dann stellen Sie fest, dass Sie kurz bevor Sie Ihre Wange berühren, den Eindruck haben, dass Sie die Wange schon berühren. Und das hat damit zu tun, dass Ihr Gehirn meldet schon den Kontakt, obwohl er noch gar nicht stattgefunden hat, weil sozusagen diese Hirnregion, die für den Input verantwortlich ist, schon vorab mal ein bisschen Informationen von den motorischen Arealen mitkriegt, die Ihnen das sagen. Und das ist ein ganz primitives Experiment, das uns zeigt, wie eng das alles miteinander verknüpft ist. Und daher glauben wir, dass es eben ein Fehler ist, wenn wir das versuchen, komplett zu trennen. Das spricht nicht dagegen, dass man nicht auch mal irgendwo sitzen darf und nachdenken darf, aber das ist eben, das Extrem ist ja, dass wir das komplett trennen. Naja, vor allen Dingen die meisten von, also wie gesagt, wir haben hier jede Menge Schüler, die sitzen in der Klasse. Ich meine, der Lehrer, der würde, glaube ich, das nicht so witzig finden, wenn die morgen alle durch die Klasse laufen und rumrennen beim, ich meine, kann man versuchen, also wenn das dann produktiver ist, das Hirn, aber das ist ja doch sehr schwer in unserer Welt umzusetzen. Ja, aber viele Menschen, die etwas lernen müssen, Schauspieler, die Rollen lernen, Schüler, die Vokabeln lernen, die laufen dabei rum. Das machen die ganz instinktiv. Das heißt nicht, dass man für jede Art von Lernen immer rumlaufen muss. Machen Sie das auch beim Denken, Herr Fink, muss ich mal kurz dazwischen, wie man sich das so von den alten Griechen vorstellt. Ja, die Peripathetiker. Ja, genau. Also Sie sitzen wahrscheinlich auch mehr, also heute, wie gesagt, sitzt man ja eigentlich nur noch am Stuhl. Ich fühle mich total gefangen hier auf diesem Stuhl, muss ich zugeben. Also wenn ich einen Vortrag halte, ich bin ganz schwierig, irgendwie hinter einem Stehpult zu halten. Okay. Also ganz genauso. Ja, die nächste Diskussionsrunde machen wir auch, glaube ich, im Laufen. Herr Haynes, sagen Sie mir bitte nochmal, wenn das Gehirn, Sie haben gerade gesagt, wenn man eine Entscheidung trifft, aber wie können Sie das sehen, wenn das Gehirn lernt? Also wenn es neue Informationen aufnimmt, was spielt sich da ab oder wie können Sie das mit bildgebenden Verfahren sehen? Also es gibt Veränderungen auf der zellulären Ebene, wo dann die Verknüpfungen zwischen Nervenzellen stärker werden und auch wo neue Verknüpfungen zwischen Nervenzellen entstehen. Das ist etwas, was Herr Kempermann eher sehen könnte. Und wir können im Kernspintomographen eher die Vogelperspektive sehen. Zum Beispiel können wir sehen, dass die Regionen, wenn wir was gelernt haben, die jetzt besonders stark gebraucht werden, dass die ein bisschen anschwillt, könnte man sagen, wobei die genauen Mechanismen davon nicht ganz verstanden sind. Zum Beispiel, wenn Sie Klavier spielen lernen mit der Hand, dann ist die Fingerrepräsentation im Gehirn wird ein bisschen größer und ausdifferenzierter. Das heißt, das ist etwas, oder wenn Sie, wir hatten vorhin das Beispiel mit den Taxifahrern, da sind die Hirnregionen, die für räumliche Navigation zuständig sind, sind größer als bei gesunden Kontrollprobanden. Also das ist auch ein Aspekt des Lernens. Und ein weiterer Aspekt des Lernens ist aber auch die Reorganisation des Wissens. Das heißt, wenn das Wissen erstmal reinkommt, kann man sich das so vorstellen wie so einen großen Schreibtisch. Also das ist jetzt wirklich sehr metaphorisch gesprochen. Das ist ein großen Schreibtisch und jetzt kommt man rein und es wird erstmal alles da drauf geschaufelt. Und jetzt muss man das ein bisschen sortieren. Und dass es erstmal reinkommt, dafür gibt es dann diese Region, die nennt sich Hippocampus. Da ist erstmal alles so zwischengespeichert. Das sieht aus wie so ein Seepferdchen, deshalb das Wort Hippocampus. Und dann wird es nach und nach, sehr bildlich gesprochen, verteilt an die zuständigen anderen Bereiche des Gehirns, die das dann dauerhaft speichern. Und dieser Zustand, wo das alles auf diesen Schreibtisch draufgeschmissen ist, in diesem fragilen Zustand, da ist unsere Erinnerung auch extrem anfällig dafür, dass wir vielleicht, einen Schlag aufs Gehirn bekommen oder uns nicht mehr erinnern können. Und dann gibt es halt, das ist der eine Weg, das heißt, die Information kommt erstmal alles auf den Schreibtisch und wird erstmal alles verteilt. Das ist vor allen Dingen dann, wenn wir episodische oder autobiografische Aspekte lernen, also unsere persönlichen Erinnerungen. Und dann gibt es aber einen ganz anderen Lernmechanismus, der mit diesem Hippocampus gar nichts zu tun hat. Der ist zuständig, wenn wir Fertigkeiten lernen, Fahrradfahren zum Beispiel, wenn wir das lernen. Nicht die vorgereiften Dinge, sowieso laufen, das ist wieder ein bisschen was anderes. Aber wenn wir zum Beispiel Fahrradfahren lernen, das ist dann vor allen Dingen die Macht der Einübung. Und was dann passiert ist, es gibt diesen schönen Spruch, Sie müssen 10.000 Stunden üben, dann können Sie quasi wie ein Virtuose Klavier spielen. Das stimmt nicht. Also diese 10.000, die sollte man nicht zu wörtlich nehmen. Was man daraus nehmen sollte ist, und das wussten wir alle schon lange, wenn man lange übt, wird man auch besser. Aber was dann passiert ist, dass die Hirnbereiche, die für die bewusste Steuerung der Bewegung zuständig sind, vor allen Dingen sogenannter Neokortex, also die, ich sag mal, die dominanten Regionen des menschlichen Gehirns, die man an der Oberfläche sieht, das ist das mit den Furchen, walnussartige Oberfläche des Gehirns, dass die Information von da zurückgeht und dann in subkortikale Schleifen geht, das heißt in tiefere Bereiche des Gehirns, die entwicklungsgeschichtlich älter sind und da eingeschliffen werden. Auch da weiß man noch nicht hundertprozentig genau, wie das funktioniert. Man weiß, dass da die Information dann sitzt. Und jetzt gibt es was ganz Faszinierendes. Wenn Sie nämlich Fahrrad fahren können oder Klavier spielen können oder Gitarre spielen können oder irgendwas, dann gibt es diesen Effekt, dass Sie, wenn man Sie dann fragt, wie Sie das machen, das gar nicht mehr genau wissen. Und wenn Sie dann versuchen, da bewusst drüber nachzudenken, auf einmal stören Sie das Ganze. Das heißt, Sie schieben das Ganze beim Lernen von einem Art von Speicher, dieses bewusste Speicher, wo Sie das quasi bewusst koordinieren müssen, in einen anderen, der lernt das starr schematisch auswendig und ist aber dann, wenn Sie versuchen, da einzugreifen, wie eine Primadonna und lässt sich nicht gerne stören dabei. Und das sind so diese verschiedenen Mechanismen. Wir lernen halt mit verschiedenen Hirnregionen verschiedene Inhalte. Und das macht sich dann auch darin bemerkbar, zum Beispiel, wie störungsanfällig diese Inhalte sind. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr über Ihre Gehirnregionen, Seepferdchen und so weiter wissen. Bitte, Kilian. Genau, also es geht ja um selbstbestimmtes Lernen und tausende von Stunden und volle Schreibtische. Hier links war viel Aktivität zu verzeichnen. Kann ich da einmal drüber klettern? Dann gehe ich nämlich mal dahin, wo jetzt die Schreibtische wahrscheinlich besonders voll sind und das selbstbestimmte Lernen. Ihr wollt ja alle lernen, ne? Ganz oben auf der Liste steht, gibt es irgendeinen Trick, mit dem du besonders gut lernen kannst? Eigentlich nicht, am besten zu Hause, wenn es ganz ruhig ist. Und am besten, nee, also eigentlich nur zu Hause, wenn es ruhig ist, das ist das Beste. Und dann klassisches Setup, irgendwie Buch aufschlagen oder Tablet, PC und einfach versuchen zu pauken? Nee, meistens habe ich meine eigenen Mitschriften, also aus Vorlesungen, und die sind halt schon so geordnet, dass ich dann das perfekt lernen kann. Also meistens lerne ich dann wirklich bildlich, dass ich weiß, was auf der Seite steht, und das kann ich dann auch ganz gut abrufen nachher. Bist du Schüler oder Student? Student. Und das bedeutet, das funktioniert auch ganz gut, weil du studierst ja noch. Ja, genau. Das war dann schon ein kleiner Widerspruch zu der Bewegung zumindest, genau. Nein, 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 ist genau der Beweis oder der Beleg, ein Beleg dafür. Er schreibt es auf. Da gibt es sogar Untersuchungen, die sagen, wenn ich es mit der Hand schreibe, dann lerne ich es besser, als wenn ich es mit der Tastatur schreibe. Und das ist wieder genau diese Idee mit der Rückkopplung. Ich lerne darüber, dass ich es motorisch nachvollziehe oder in dem Fall eben eher vorvollziehe. Das passt gut. Oder auch Vokabeln einmal abschreiben und dann lernen. Gibt es irgendjemand, der hier sagt, es gibt bestimmte Sachen, die kriege ich einfach nicht rein, wenn ich sie auf die klassische Art und Weise lerne? Hast du da Erfahrung? Nö. Nö, das ist gut. Bleibt alles hängen, das ist perfekt. Diese Reihe hier ist zu schlau. Wir gehen mal eine Reihe nach vorne. Die können sich alles immer direkt merken, auch wenn sie sich nicht bewegen. Gibt es denn noch andere Tricks, die ihr vielleicht kennt, um sich Sachen gut merken zu können? Was weiß ich, Denken in Bildern oder sowas? Nee, also ich lerne auch am besten, wenn ich in meinem Zimmer meine Mitschriften mit mir führe und dann rumlaufe. Also, ja. Okay, rumlaufen, das trifft ja genau das, was eben genannt wurde. Gibt es da die Erkenntnisse, außer dem, was wir eben zu den Online-Medien gehört haben, beziehungsweise zu den digitalen Medien, dass da frische Luft zum Beispiel besser wäre als jetzt so stickiges Studentenzimmer oder gelüftetes? Das ist eine schwierige Studie, ne? Genau, ich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste, aber wir können die DFG ja mal fragen, ob sie da... Also vielleicht kann man dazu... Nein, brauchen wir, das sollten wir nicht. Und also ich glaube, da gibt es wichtigere Fragen. Also vielleicht der Stresslevel, der spielt eine wichtige Rolle. Nämlich, wenn wir zu viel Stress haben, dann lernen wir nicht besonders gut und können uns Dinge nicht gut merken. Und das bedeutet, also wenn wir einfach nur faul im Bett liegen, lernen wir nichts. Und wenn wir zu überregt sind, dann lernen wir auch nichts. Wir müssen irgendwie dieses optimale Stresslevel finden, genau wie den optimalen Schlaf. Und so weiter und so fort, gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die machen, dass wir besonders gut lernen können. Mhm. Kennst du das auch mit dem Stresslevel, dass es dann nicht gut klappt? Oder braucht man vielleicht manchmal auch den Druck, so, morgen ist die Klausur, morgen ist die Arbeit, jetzt muss das ja irgendwie hängen bleiben? Ja, Stress hilft beim Lernen schon, also bis zum gewissen Punkt, finde ich. Aber wenn man dann halt noch weiß, ja, ich muss noch 10 Themen auswendig lernen, dann hilft es auch nichts mehr und dann bringt es auch nichts mehr. Das heißt ja, dann, genau, dann wäre ja auch so ein Timing ganz entscheidend, ne? Dass man vielleicht irgendwie 2, 3 Tage früher anfängt, ist ein Thema, was man ja, wahrscheinlich immer wieder finden kann. Sie sind wahrscheinlich auch Studentin? Nee, nicht mehr. Können Sie mir sagen, wie Sie heute noch gut lernen können? Ja, auch mit Hervorheben, zum Beispiel durch Farben. Schreiben kann ich auch gut nachvollziehen, also selber noch handschriftlich. Und verknüpfen, viele Assoziationen und dann dort und dort und dort nochmal neue Informationen sammeln. Das ist so für mich. Und gibt es irgendwas, wo Sie Erfahrung damit haben, dass Sie sich das noch nie merken konnten und dass Sie auch da nicht so den richtigen Weg gefunden haben, sei es jetzt in Ihrer beruflichen Laufbahn oder auch privat? Das gibt es auch und dann frage ich mich, woran es liegt und will es aber auch knacken. Ja, also. Okay, das heißt, da sind wir eigentlich jetzt bei dem Stichwort Motivation, was ja ganz gut passt, auch wieder zu der Selbstbestimmung. Was will ich eigentlich lernen, unabhängig davon, was kann ich eigentlich lernen? Cecile. Herr Fink, eine Sache würde mich noch interessieren. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, natürlich lernt sozusagen, oder der Körper ist in Bewegung, damit das Gehirn möglichst gut lernt. Aber wie sehr lernt denn überhaupt der ganze Körper, also eben nicht nur singulär das Gehirn, sondern wie weit ist das Gehirn Teil von einem Körper, der neue Informationen aufnimmt? Oder sehen Sie auch als Philosoph das Gehirn isoliert sozusagen? Vorher fragen Sie ihn über Bewusstsein und ich werde jetzt gefragt über Sport. Nicht über Sport. Wenn Sie dazu was sagen wollen, Herr Kempermann. Also, ich dachte, das wäre eine philosophische Frage. Also man kann, glaube ich, das Gehirn nicht komplett isoliert betrachten. Ich meine, es steht in einem Zusammenhang, allein schon in einem Ernährungszusammenhang, Versorgungszusammenhang zum Rest vom Körper und ein Großteil des Inputs ist durch den Körper bestimmt. Also, ja, genau. Also das Gehirn allein zu betrachten, macht in den seltensten Fällen komplett Sinn. Aber wollen Sie was hinzufügen? Dann kann ich noch was zum Ich-Bewusstsein hinzufügen. Genau, das wäre doch was. Ja, also das war genau ein wichtiger Punkt, nicht? Dass ein ganz großer Teil des Inputs, den das Gehirn erfährt, die sogenannte Propriozeption ist. Das ist der Sinn, über den wir immer schweigen, der in der klassischen Aufzählung gar nicht vorkommt, der aber einen unglaublichen Anteil der Bandbreite an Informationen liefert. Das ganze Rückenmark, ein großer Teil, ist diese Information über die Stellung der Gelenke im Raum, die Winkel und die ganze und auch ein Großteil der Aussagen über unsere Bewegung. das Innenohr mit dem Gleichgewichtssinn, das gehört letztlich zu diesem System mit dazu, ist aber nur ein Teil. Das heißt also, das ist ein ganz wichtiger Teil der Hirnfunktion, ist uns klarzumachen, wie stehen wir eigentlich im Raum zu anderen, wie sind wir in Bewegung. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil dessen, wie wir uns wahrnehmen. Und dann bin ich... Aber ich würde schon ganz gerne noch was dazu sagen, weil das bei Entscheidungsprozessen extrem wichtig ist. Wir haben ja ganz oft das Gefühl, dass wir so ein Bauchgefühl haben, wenn wir eine Entscheidung fällen. Und da hat man fast das Gefühl, das ist der Bauch, der denkt, ja, das periphere Nervensystem, was denkt. Und das ist nicht so. Das ist eine Illusion. Und das liegt, da kann man sich ganz einfach veranschaulichen. Wir haben zwar viele Bahnen, die vom zentralen Nervensystem in die Peripherie gehen, aber dieses periphere Nervensystem ist nur ganz schwach angebunden an das zentrale Nervensystem. Es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit. Nehmen wir mal an, folgendes Beispiel. Ich würde jetzt eine Zeitung lesen und da würden mir ganz viele Fakten genannt werden über ein neues Auto. Und zum Schluss habe ich dann so ein Bauchgefühl, habe das Gefühl, das würde ich mir jetzt ganz gerne kaufen. Der Bauch kennt diese Fakten nicht. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Bauch über diese Fakten informiert wird und die Entscheidung für uns fällt. Weil es gar keinen Pfad gibt, auf dem diese Informationen zum Bauch kommen könnten. Und deswegen gibt es halt so ganz viele Vorstellungen, die wir davon haben, wie unser Körper eingebunden ist. Natürlich hat unser Körper erstens mal Begleiterscheinungen. Wenn wir Gefühle haben, wenn wir emotional sind, dann spielt der Körper natürlich eine starke Rolle dabei. Aber auch in dem Fall ist es so, also das wird, glaube ich, ein Neurowissenschaftler sehr stark verteidigen, so eine Position, dass es nicht so ist, dass wir dann mit dem Körper denken oder mit dem Körper fühlen, sondern dass dieser Körper wiederum eine Entsprechung, eine Abbildung im Gehirn hat, im sogenannten insulären Kortex, das ist ein Teil des Gehirns, den man an der Oberfläche gar nicht so gut sehen kann. Und da stecken diese Gefühle drin. Also das ist man quasi, man projiziert das raus in den Körper, aber es ist eigentlich etwas, was im Gehirn stattfindet. Aber ist nicht dieses Bauchgefühl, umgangssprachlich sozusagen, steht ja im Kontrast zur rationalen Entscheidung. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel uns entscheiden, ob wir in eine Wohnung einziehen oder nicht, und dann sprechen alle Argumente dafür. Es gibt keine rationale Entscheidung. Das ist eine absolute Illusion. Das ist eine, die einzigen Leute, die glauben, dass es rationale Entscheidungen gibt, sind Philosophen. Okay. Ethiker. Das sind auch die einzigen, die es machen. Sorry. Aber um bei dem Beispiel mit der Wohnung zu bleiben. Das eine ist, okay, ich weiß, diese Wohnung, die kostet, die ist völlig okay in der Miete, die liegt gut, da sind nette Leute drin, wie auch immer. So, das sind alles Argumente, wenn ich auf meiner Strich, von mir aus gibt es keine Ratio, ich würde das als rationale Gründe für diese Wohnung auflisten. Und irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ist es, dass es nicht gut riecht. Natürlich ist eine Sinneswahrnehmung, die dann auch über das Gehirn läuft, aber irgendwie der Geruch ist komisch, irgendwas sagt mir, und das ist ein Gefühl. Und das ist in dem Fall, in dem Moment läuft das ja völlig konträr zu dem, mein Kopf sagt mir, super Wohnung, du musst die nehmen, du kannst die bezahlen, die ist toll. Und irgendwas sagt, nee, kann ich nicht. Das ist ja das, was damit gemeint ist. Sie unterstützen das gerade. Ich würde ja genau das sagen. Die Pro- und Kontraliste ist ja die rationale Entscheidung. Und wenn Sie aber auf der Pro-Kontraliste, wenn da was rauskommt, was Sie nicht wollen, dann sagen Sie, naja, das ist mir nicht so wichtig und jetzt muss ich mir noch was überlegen, was auf die Pro-Liste muss oder auf die Kontraliste muss. Und dann massieren Sie so lange an den ganzen Kriterien rum und an Ihren Fürs und Widers rum, bis das rauskommt, womit Sie sich wohlfühlen. Also es ist jetzt sehr stark vereinfacht, aber diese Vorstellung, dass wir bei Entscheidungsfindung, bei Dingen, an denen uns emotional gelegen ist, dass wir da uns einfach auf Pro- und Kontralisten verlassen, rational abwägen. Das geht ja allein schon deswegen nicht, weil wir gar keinen Algorithmus haben oder keine Vorstellung haben, wie wir jetzt die einzelnen Faktoren gegeneinander abwägen. Nehmen wir an, ich überlege mir vielleicht wieder nach England zu ziehen, das wäre dann ganz schön, aber es gibt dann wiederum den Brexit und dann gibt es diese ganz viele Faktoren, die dann da entgegenstehen. Wie gewichte ich die denn miteinander? Um eine rationale Entscheidung zu fällen, müsste ich ja wissen, wie viele Jahre Brexit sind, wie viel gutes Pappessen wert oder sowas. Ja? Das müsste ich ja irgendwie gegeneinander gewichten können. Und deswegen ist aus meiner Sicht diese rationale Entscheidung eine, also es gibt es in bestimmten Fällen eine absolute Ausnahmeentscheidung. Und die meisten Entscheidungen, die wir fällen, sind nicht rational. Und es ist sogar ein Problem, dass wir sie auch gar nicht gut begründen können. Wir können natürlich Gründe angeben, Aber diese Gründe, die wir angeben, sind nicht die eigentlichen Ursachen, wie diese Entscheidung mal irgendwann zustande gekommen ist. Fink, dazu möchte ich jetzt was vom Philosophen hören, am besten ja, einen Widerspruch. Also ich muss jetzt mal kurz fragen, was heißt denn? Ich habe ja gesagt, für die Philosophen, sind die Ausnahme von dieser Regel, weil es bei den Philosophen eine Berufskrankheit ist, für alles Gründe anzugeben. Ich mag solche Berufskrankheiten. Aber ich muss jetzt mal fragen, also was heißt denn jetzt nicht rational? Heißt es einfach nur nicht, also ich meine, jede Art von Rationalität, die ich kenne, heißt irgendwie, um eine Entscheidung zu treffen, muss ich irgendwie gewissen Optionen Werte zuweisen können. Emotionen machen jedoch genau das. Okay, aber was heißt dann nicht rational? Also ich meine, ich sehe dann ehrlicherweise nur, dass Emotionen eine Rolle spielen, noch keinen Grund dafür zu sagen, ich kann es ganz einfach. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel, ja, das das demonstriert. Wenn ich jetzt Geld bekomme von jemandem, und zwar als Investmentfonds, um an der Börse zu spekulieren, dann muss ich erklären, warum ich ein bestimmtes Investment getätigt habe. Ich muss hinterher sagen können, wenn es schiefgegangen ist, das hat aber alles dafür gesprochen. Und jetzt kommt der Punkt. Wir haben nämlich eine gewisse Sorgfaltspflicht. Wir müssen eigentlich sagen können, warum wir eine Entscheidung auf eine bestimmte Art und Weise gefällt haben. Und das ist bei diesen Bauchentscheidungen überhaupt nicht möglich. Das ist bei unglaublich vielen Entscheidungen, auch Rekrutierung, Entscheidungen. Man kann es mehr objektivieren oder weniger objektivieren. Man kann einfach komplett einfach nur dem, quasi der Intuition sich überlassen oder versuchen, Kriterien zu finden. Aber letztlich bleibt ein ganz starker Faktor bei diesen Entscheidungen drin, wo wir nicht wissen, woher es kommt. Aber und wenn man jetzt sagt, Emotion ist jetzt alles, was man braucht, da steckt ja die Wertung drin, dann glaube ich, dass es nicht, wenn man hinterher vor Gericht gehen würde, warum haben Sie denn das ganze Geld verspekuliert, reichen würde, dass man sagen würde, naja, mein Gehirn hat das alles ausgerechnet, aber ich wusste nicht genau, wie es zustande gekommen ist, aber irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl, das war dieser Wert, sagte jetzt, mach die Investmententscheidung, mach die Investmententscheidung nicht. Ich glaube, damit wären wir nicht zufrieden. Und ich glaube, dass wir da einer Fiktion aufsitzen, einer Fiktion, dass wir glauben, dass unsere Entscheidungen rational durchdringlicher sind, als sie eigentlich sind. Okay, jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal, Entschuldigung. Nur ganz kurz, weil das ist natürlich eine Diskussion, die wir heute nicht hier die Sie gerne zu Hause weiterführen können, aber Sie dürfen noch. Weil ich habe das Gefühl, hier wurden zwei Thesen vertreten. Das eine ist, dass keine unserer Entscheidungen ist rational. Und jetzt habe ich hier das Gefühl, so ein Großteil unserer Entscheidungen ist nicht rational. Und da würde ich sofort mitgehen. Ich meine, es ist eine extrem hohe Anforderung, rationale Entscheidungen zu treffen. Und unsere Prozesse, mit denen wir rationale Entscheidungen treffen, sind super anfällig. Auch auf, also ich meine, der gesamte Bereich von Nudging, die Idee, dass externe Faktoren beispielsweise beeinflussen, ob ich beispielsweise das vegetarische Option oder die Fleischoption wähle, je nachdem, wo die eigentlich in der Mensa gerade liegen und wo ich da stehe. Alles geschenkt. Aber der interessante Teil ist doch, gibt es keine Entscheidung, die wir rational prüfen können. Gibt es keine Möglichkeit beispielsweise, die Möglichkeit zu rationalen Entscheidungen irgendwie zu erhöhen. Wir werden diese Diskussion einfach Ihnen mitgeben nach Hause, denn wir wollten ja noch kommen zu neuronalen Störungen. Das ist noch ein Punkt, den wir ansprechen wollen, denn die Aussicht ist ja, dass man eben nicht, wie oft angenommen, damit gar nicht oder da gar nichts mehr tun kann, sondern es gibt erstens präventive Maßnahmen und zweitens auch Regenerationen oder Behandlungen. Aber erstmal, Frau Weigelt, würde ich Sie gerne dazu fragen, weil Sie sich spezialisieren eben auf Kinder und Jugendliche, wenn es zum Beispiel um solche Störungen geht, wie dass Reize nicht richtig verarbeiten werden können im Gehirn. Wie macht sich das bemerkbar und wie gehen Sie damit um in Ihrer Forschung? Muss ich, glaube ich, nochmal zurückfragen. Reize nicht richtig verarbeitet? Also wenn es zum Beispiel eine Wahrnehmungsbeeinträchtigung gibt oder so? Genau. Also ich wollte jetzt nicht auf solche speziellen, weil ich glaube, solche, Autismus und so, das sind jetzt alles sehr spezielle Sachen. Darauf können wir jetzt gar nicht genug eingehen. Aber wenn es einfach jetzt mal im Allgemeinen Störungen des Gehirns gibt. Also erstmal ist natürlich ganz wichtig zu wissen, dass es die gibt, ja, und dass sie sehr, sehr komplex sein können, aber auch sehr absurd sein können und wir das vielleicht auch gar nicht so denken, dass es das gibt. Also aus dem Wahrnehmungsbereich vielleicht ein Beispiel. Es gibt Personen, bei denen ganz selektiv nur die Gesichtswahrnehmung gestört ist. Das heißt, die Wahrnehmung von Buchstaben ist in Ordnung, von Häusern ist in Ordnung, von allen anderen Objekten ist in Ordnung, aber sie können sich keine Gesichter, also können keine Gesichter unterscheiden oder auch merken und wiedererkennen dann. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass es solche seltenen Phänomene gibt, solche Beeinträchtigungen des Gehirns, die zum Beispiel zu Wahrnehmungsbeeinträchtigungen führen und dass man das besser erforschen muss, also einerseits besser zu diagnostizieren, in meinem Bereich speziell eben bei Kindern und Jugendlichen, dass man da Elemente oder ja, Tools entwickelt, mit denen man das herausfinden kann und dann auch überlegen kann, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, gibt es Kompensationsmöglichkeiten oder vielleicht sogar auch direkte Trainings, um diese Funktion entweder versuchen wiederherzustellen oder durch etwas anderes zu ersetzen. Aber es gibt immer wieder Bereiche, also ich kenne das selber von Eltern, die mit ihren Kindern, die ganz klar irgendwelche Atemstörungen, Entwicklungsstörungen haben, grobmotorisch sind, nicht so schnell lesen können, schreiben können und dennoch, die sind von Neurologe zu Neurologe gerannt und haben nicht die Ursache finden können. Ist es etwas, weil man einfach noch nicht so weit ist, weil man noch nicht genau weiß, was da im Hirn passiert und dann wahrscheinlich auch nicht so genau weiß, wie man überhaupt da helfen kann, ne? Ganz genau. Ich meine, das sind ja dann immer sehr also individuelle Fälle und das kann sehr speziell für das einzelne Kind eben sein. Was man auf jeden Fall braucht, wären eben sogenannte multiprofessionelle Teams, also wenn aus verschiedenen Professionen Leute zusammenkommen und die Diagnose stellen können, seien es Neurologen, eine Pädiaterin, vielleicht ein Ophthalmologe dazukommt. Unterschiedliche Psychologen, wir wären auch damit gerne mit dabei an Bord. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass natürlich das beim Kind und beim Jugendlichen besonders schwierig ist, weil das ein dynamisches System ist. Das Gehirn ändert sich ja weiterhin. Das unterliegt der normalen Entwicklung und natürlich noch zusätzlich eben lernt es bestimmte Dinge, die Umwelt formt es. Das heißt, es ist auch nicht so, dass so etwas so in Stein gegossen ist, sondern sich dann auch wechseln kann. Und das ist natürlich auch ganz schwierig zu vermitteln, ne? Einerseits sozusagen für die Berufe, die sich damit befassen, aber für die Familien und die betroffenen Personen selber auch. Herr Kempermann, wie würden Sie in solchen Fällen, wo man gar nicht genau weiß, was nicht richtig funktioniert im Gehirn ist, mit Ihrem Ansatz, dass man ja doch auch Zellen erneuern kann, regenerieren kann, wie würden Sie da dran gehen? Naja, wir sagen ja leider eben, dass es keine Regeneration gibt, dass es eben sich im Gehirn leider so ist, dass die Zellen sich nicht erneuern und wir eben anders ansetzen müssen, weil anders als in der Haut oder im Knochenmark, im Darm eben keine Zellen da sind, die für diese Regeneration sorgen. Das hat sich leider auch durch die adulte Neurogenese und ihre Entdeckung nicht geändert. Aber es gibt eben trotzdem Anlass zur Hoffnung und der hat auch trotzdem was mit diesen Zellen zu tun, zumindest zum Teil. Wir alle leben ja unter dem Eindruck, dass die Zahl der Demenzkranken unaufhörlich steigt und das stimmt auch. Aber das stimmt deswegen, weil wir so viele alte Menschen haben und immer mehr alte Menschen haben, weil seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Lebenserwartung mit 3 Monaten pro Jahr steigt. Das ist eine irre Steigerungsrate, die wir uns in anderen Bereichen in der Wirtschaft immer wünschen würden. Und hier führt das natürlich zu einem irren Guthaben an Zeit, das wir alle haben. Und das sind diese geschenkten Jahre. Und die große Frage ist, sind das gute Jahre oder schlechte Jahre? Und die pessimistische Variante ist eben, dass die Lebenserwartung schneller steigt als die Gesundheitserwartung. Und die optimistische Variante ist die sogenannte Kompression der Morbidität, dass ich länger lebe und sozusagen die ganzen negativen Sachen sich am Ende des Lebens stärker komprimieren am Ende. Und da spricht viel für. Und erstaunlicherweise gerade bei den Demenzen, bei denen wir eben das so als den Dämon vor Augen haben, ist es so, dass in den letzten 60 Jahren immer in den einzelnen Alterskohorten das Risiko für die Demenzen sinkt. Das heißt also, Sie alle haben ein geringeres Risiko, eine Demenz zu bekommen, als Ihre Eltern. Ihre Kinder haben wieder ein geringeres Risiko. Und die große Frage ist, warum ist denn das so? Nicht? Und das ist, finde ich, ein extrem interessanter und erfolgversprechender Ansatz, weil das sind wirklich harte Zahlen, die wir da haben. Es kann nicht die Genetik sein, die hat sich in den letzten 60 Jahren nicht verändert. Es muss ein umweltabhängiger Aspekt sein, der dazu geführt hat. Und das kann eigentlich vor allem nur in Lebensstilentscheidungen und Veränderungen liegen, medizinischem Fortschritt mit eingerechnet, der dazu führt, dass das möglich ist. Und deswegen denken wir, können wir da ansetzen und indem wir besser verstehen, wie das Gehirn eigentlich auf Lebensstil reagiert, was da eigentlich passiert, wie es seine Reserven aufbaut. Und das ist eben dann dieser Gedanke, dass da etwas entsteht, auch über das Leben hinweg. Ein gut gefüllter Tank durch großes Wissen zum Beispiel, der ist auch etwas, mit dem ich dann eben weiterreisen kann. Und diese ganzen plastischen Vorgänge, von denen wir gesprochen haben, wenn die gut eingeübt sind, dann habe ich da mehr, von dem ich zehren kann, wenn ich dann eben auch ein paar Jahre älter werde, als noch meine Eltern oder die Großeltern je beschieden war. Und diese Gedanken der Reservebildung und was ihr neurobiologisches Grundlage ist, das ist das, was wir versuchen herauszufinden. Und das hat eben ganz viel mit Lernen zu tun, das hat ganz viel mit Plastizität zu tun, das hat mit so einem Verdrahten zu tun des Gehirns und mit diesen Reserven, die da hoffentlich entstehen und wie wir die fördern können. Kilian, ich kann dich gerade nicht sehen, aber du bist im Publikum. Ich stehe ja noch im Dunkeln hier, links von euch aus gesehen. Genau. Ja, wir gehen noch mal schnell ins Publikum. Und zwar ein Hinweis noch zu dem Bauchgefühl. Ne? Im Gegensatz zum Gehirn meldet sich der Bauch, wenigstens wenn er leer ist. Aber ich möchte jetzt mal ein paar praktische Tipps einsammeln, beziehungsweise ein paar Ideen hier erfragen, wie zum Beispiel Sie glauben, dass Sie Ihr Gehirn trainieren können. Nicht, dass sie besonders viel wissen, sondern dass es vielleicht in einem gewissen Sinne besonders lange hält, besonders lange leistungsfähig ist. Was glauben Sie, was kann da helfen? Tanzen, Klavier spielen, Sport, Lesen, Diskussionen. Den ganzen Tag. Super. Ich spiele das immer einfach einmal so rüber, wenn Sie sagen, ja, stimmt, können Sie ja nicken, wenn Sie dann dazu noch was sagen wollen oder ergänzen ist wollen. Besonders hilfreich, ne? Musizieren, weil es so komplex ist, oder? Fürs Gehirn, um die Reserven zu fördern. Ja, genau. Also man nimmt an, aber das ist gar nicht so leicht, eben auch am Ende zu untersuchen, dass eben je komplexer die Leistung, je mehr Motorik mit kognitiver Leistung sich verbindet, desto besser das Training. Das heißt nicht, dass das das Einzige ist. Wir müssen nicht nur noch tanzen, aber tanzen wird immer genannt und hat offensichtlich eine positive Wirkung und macht eben auch noch Spaß. Und selbst dann kommen die Emotionen wieder rein. Reden wir heute auch nicht schlecht über eine ganz bestimmte Schulform. Was hast du noch für Ideen, wie man das Gehirn trainieren könnte? Ja, generell unterschiedliche Reize wahrscheinlich. Also wenn man nicht sich einfach nur auf eine Sache fixiert, jetzt im Beispiel Schachspielen zum Beispiel, sondern dass man versucht, auch durch den Sport oder durch andere Spielen, wo man versucht, andere Denkmuster anzuwenden, außer dem Schachspiel zum Beispiel. Also einfach breit gefächert. Ganz jetzt. Genau, das ist genau der wichtigste Punkt. Ich trainiere auch gerade durch so Hirnjogging-Sachen, trainiere ich dann nur Hirnjogging, nicht? Und das kann ich dann hinterher gut, aber man sagt, der Transfer ist schlecht. Das heißt also, wenn ich Sudoku mache, dann werde ich zwar Sudoku-Meister, aber das hilft mir nicht, um hinterher besser Italienisch zu lernen. Während wenn ich vorher joggen gehe, richtig joggen, dann lerne ich besser Italienisch. Und das ist ein interessanter Zusammenhang. Und den muss man eben ausnutzen. Also breit aktiv, ein bisschen körperliche Aktivität rein, das ist gut. Mhm. Jetzt haben wir viele positive Tipps gehört. Was, ich frage mal einfach in die Reihe vor mir, glaubt ihr denn, sollte man vielleicht unterlassen, damit das Gehirn besonders lange hält und leistungsfähig ist? Ja, ich denke zum Beispiel Alkoholkonsum und alles Mögliche, was halt auch bewiesenermaßen Zellen abtötet, sind jetzt nicht wirklich förderlich. Mich würde ja noch eine Sache interessieren vom Publikum. Werden Sie jetzt alle nie wieder sagen, ich habe eine Bauchentscheidung getroffen oder eine rationale Entscheidung? Hat Sie das überzeugt? Werden Sie das, also haben Sie jetzt verstanden, wie Sie entscheiden? Oder meinen Sie noch immer, dass es da unterschiedliche Formen der Entscheidungen gibt? Wir machen das nochmal per Handabstimmung. Also wer fällt nach wie vor Bauchentscheidung, obwohl das gar nicht geht, scheinbar? Ah ja, du kannst das besser sehen, das ist bestimmt die Hälfte, ne? Ungefähr? Ja? Ja, so ungefähr. Kam mir so vor. Vielleicht gebe ich aber die Frage jetzt hier auch nochmal weiter, weil vielleicht ist das auch so ein Geschlechterding. Eher Bauch oder eher Kopf? Also bei mir ist es auf jeden Fall eher Bauch. Einfach aus dem Grund, weil ich oft einfach eine Entscheidung treffe, ohne wirklich drüber nachzudenken und dann war die gut und richtig, weil das einfach dieser erste Reflex ist. Ich glaube, in den Ohren eines Hirnforschers klingt das jetzt alles ganz schrecklich, was? Reflex ist auch so. Aber die Idee, das muss man ja nochmal sagen, die Idee war ja nicht, dass es keine Bauchentscheidungen gibt, sondern dass der Bauch ist, der diese Entscheidung wirklich trifft. Das Gehirn spielt sich vor, dass es genau wie das Loch im Bauch, wenn man Hunger hat, das ist ja auch nicht wirklich da, sondern das findet ja auch da oben statt. Also dass es die Bauchentscheidungen gibt es, oder gerade, eigentlich gibt es nur Bauchentscheidungen und keine anderen. Also insofern gehen wir ja alle eher damit raus, dass wir ein gutes Bauchgefühl haben. Aber das Gehirn spielt dabei die maßgebliche Rolle bei diesen Entscheidungen. Genau. Ja. Ich glaube, damit beenden wir auch diese Publikumsrunde mit einem guten Bauchgefühl. Alle sind total erleichtert, dass ich hier nicht anhalte. Jetzt mal hier an die rechte Seite. Und Cecile, überlasse dir das Schlusswort. Also das Gehirn ist so komplex, dass wir natürlich noch über viele Themen diskutieren könnten, stundenlang. Aber ich hoffe, wir haben Sie erstmal angeregt, an diesem Abend weiter darüber zu diskutieren, zum Beispiel darüber, wie Sie Entscheidungen treffen, wie sehr das Gehirn da welche Rolle spielt. Klar ist sicherlich geworden, dass das Gehirn eben weit mehr ist als nur ein funktionierender Computer, der immer gleich tickt, sondern dass es von ganz vielen Faktoren abhängt, auch davon, was wir alle so an Erfahrungen mit uns rumschleppen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier waren. Übrigens, das sage ich jetzt am Ende, das hätte ich natürlich am Anfang sagen sollen, diese Veranstaltung wurde auch, falls Sie es noch nicht wussten, per Livestream übertragen in Facebook und auf YouTube. Das heißt, jeder hat mitgekriegt, wie Sie sich wo abgestimmt haben, was Sie abgestimmt haben. Sie können das Ganze auch nachsehen in einem Mitschnitt. Das wird in ein paar Tagen oder in einer Woche zu sehen sein im Internet auf der DFG-Seite und auch hier über die Bundeskunsthalle. Ja, und im Frühjahr gibt es dann einen neuen Science Talk zu einem noch bisher nicht bekannten Thema, aber wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder dabei sind. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und auch Ihnen allen danke, dass Sie hier waren.